6. Februar? Ja. Was ist denn da? Es ist ein Montag. Es ist ein Montag, ja. Okay. Und was passiert montags? Ja, das sagst du mir jetzt anscheinend. Ich habe es ja öffentlich in diesem Podcast eingefordert, dass ich gegen euch endlich mal Fußball spielen möchte. Und Kevin Kiska ist diesem Aufruf gefolgt. Oh. Hat Termine zur Auswahl gestellt. Ihr beiden habt, glaube ich, weder zu noch abgesagt bislang. Ja, ist auch noch bis zum 31. Januar noch Zeit für Transfers. Ich warte noch auf Rückmeldung, um dann auch gegen euch kicken zu können. Ich glaube, 6. Februar sieht gut aus. Montags abends um wie viel Uhr? Kevin, 18.30 Uhr? 20.30 Uhr, sagt unser Regisseur Kevin Kiska. Oh, es wird aber später für dich, ne? Wenn also, früh raus. Also technischer Regisseur, ne? Auf dem Platz ist er nicht so. Nur so. Nein, ich denke, dass wir da auch eher. Da ist er eher so links draußen. Also ganz links draußen. Ja. Dass wir da eher wenig erwarten müssen. Wenn wir gar keine Erwartung haben, können wir nicht enttäuscht werden. Ich habe hohe an euch. Hast du Kleingeld gesammelt oder was? Ich habe sehr hohe an euch. An uns jetzt? Ja. Zu Recht. Jetzt. Also heute im Podcast, aber auch. Ja, heute im Podcast. Auch im Montags. Wunderbar. Was glaubst du, bin ich für ein Typ Fußballspieler in der Halle? Also der typische Handballer, der versucht Fußball zu spielen. Oder vertust du dich? Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Wer? Ja. Ja, also zweikampfscheu, glaube ich. Zweikampfscheu? Ja. Ich glaube, er ist auch so ein Tänzer. Ein Tänzer? Ja, so, der genau. So tippelt und so. Huch, da kommt der Ball und tanzt weg. So elegant sieht es nicht aus, was ich mache. Das kann ich auf jeden Fall schon mal ankündigen. Wunderbar. Jürgen, hast du damals... Vor 7 Jahren bei der Handball-Europameisterschaft in Krakau am Finalwochenende, wo wir gemeinsam gewesen sind, am Medienturnier teilgenommen und mit der deutschen Medienhandball-Nationalmannschaft gespielt? Nee, ich habe Harzallergie. Ist klar. Was war der wahre Grund? Weiß ich gar nicht mehr. Kater? Arbeiten musste ich wahrscheinlich. Arbeiten. Das hätte ich ja damals mitbekommen. Nicht so wie du. Bitte? Das hätte ich damals mitbekommen, wenn du gearbeitet hättest. Ich denke, du hast am Abend vorher noch an der Theke ordentlich gearbeitet. Das kann einfach nicht wahr sein. Das hättest du ja nicht mitbekommen. Jetzt muss ich nochmal reüssieren, was damals genau los war. Reüssieren? Ja, ich muss nochmal exakt der letzte Woche auch schon gesagt, darüber nachdenken. Ich weiß gar nicht, wo ich dieses Wort zuletzt häufig aufgeschnappt habe und seitdem irgendwie... Vielleicht reüssierst du das mal. Ja, ich werde da nochmal in mich gehen. Investigative Reüssierung. Ja, genau. Sollen wir ihn jetzt dabei belassen, in dem Glauben, okay. Womit ich auf jeden Fall nochmal glänzen wollte, ist, also glänzen kann man jetzt so oder so sehen, damals waren bei den Franzosen, die gegen uns gespielt haben, ehemalige Bundesligaspieler mit dabei. Und da muss ich sagen, die haben einen ganz schön nass gemacht. Aber einmal hing ich da von hinten schön am Trikot dran. 2 Minuten. Ja, hätte eigentlich 2 Minuten kriegen müssen. Es gibt ein Foto davon, wo es dermaßen klar 2 Minuten sind. Es gab keinen Pfiff. Er hat halt einfach die Bude gemacht, weil er noch immer so schnell war. War ihm egal. Ja, allerdings war ihm das egal. Das ist wirklich Wahnsinn. Da gibt es ja auch eine Hörerfrage zu. Ja, BVB, Medienteam und Staff gegen die Journalisten. Da können wir nochmal eher kurz drüber reden. Ja, lass uns doch mal darüber reden, weil... Das ist wirklich ein Thema, da können wir nochmal richtig in die Tiefe gehen. Es wurde angesprochen von den Hörern, anscheinend, ich weiß ja nicht, ob es so war und ob es sich so zugetragen hat. Du hast Großchancen ausgelassen. Ich würde den Singular wählen wollen. Ich habe eine Riesenchance ausgelassen und zwar, weil ich der Meinung war, ich müsste es mit der Hacke versuchen. Nein, ernsthaft. Aber gegen einen ehemaligen Bundesliga-Torwart wie Philipp Laux... wird das dann eben nichts. Und das war die große Chance zum Anschluss. Da lagen wir noch 0-2 hinten. Den hätte ich machen müssen. Am Ende ist es dann 0-4 ausgegangen. Ja, peinlich Pinno stand, glaube ich, in der Schlagzeile. Ne? Also, peinlich Pinno. Trainer Jesko von Eichmann hat mich auch in der Halbzeit richtig rund gemacht dafür. Ich kann es mir auch bildlich vorstellen. Danach hast du dann aber auch wie Jürgen 2016 an der Theke geglänzt. Selbstverständlich. Das ist ein Unfug. Ich glaube 2016 tatsächlich nicht, aber 2017 in Frankreich, da weiß ich noch ganz genau. Ja, ja. Da gab es in dieser Straße, in dieser Gasse, in dieser Fußgängerzone, gab es eine Kneipe am Ende. Diesen Pavillon da, oder was? Ja, da weiß er sofort Bescheid. Le Pavillon. Ja. Vielleicht ist auch so. Das kann tatsächlich sein. Ich kann das hinterher mal googeln. Das war ein netter Ort des Austausches und der Völkerverständigung. Ja, genau. In Rouen. Warst du schon mal in Rouen? Nein. Jürgen und ich waren da. Und hat Spaß gemacht. Ja, man hört es. Jürgen, vermisst du das, nicht mal bei den Handballturnieren dabei zu sein? Ich vermisse das, ja.
das ist halt auch 2 Wochen angenehmes Arbeiten mit Kollegen. Ja, die Kollegen möchte ich jetzt mal ausklammern, aber grundsätzlich hier schon. Ja. Nein, also das ist doch einfach. Gibt's viele sehr angenehme, interessante, spannende, unterhaltsame Kollegen und ein gutes Miteinander. Das kann man nicht anders sagen. Und es ist nicht ganz so aufgebauscht und übergroß wie manchmal bei den Kollegen, die Fußfehler machen die ganze Zeit. Du kannst ja nächstes Jahr bei der Heim-Europameisterschaft nochmal in Handball einsteigen. Mhm. Gerne. Ja? Warum nicht? Ja, ich dachte, du bist ja zeitlich so eingeschränkt. Ja, musst mit meinem Chef reden. Ja, okay, alles klar, werde ich tun. Der Großteil also, des Turniers spielt ja wieder in der Zeit, wo die Bundesligisten pausieren. Ja, du kannst die 2 drücken. Die 2 bin ich? Okay. Ja. Ich denke, du bist die 2. Ja, du bist die 2, hat funktioniert. Konntest kurz aushusten. Wir müssen uns aber keine Sorgen machen. Nein. Nein. Jetzt habe ich durch. Redest du jetzt, dann drücke ich die 1. Ja, ich möchte gleich was trinken auf jeden Fall. Deswegen möchte ich gleich eine Frage stellen. Kurz aus. Mit einer längeren Antwort. Was hattest du gesagt? So, liebe Leute, es kann losgehen mit Fußball nach, ja gut, 6 Minuten Vorgeplänke. BVB-Podcast Episode 300, Schlag mich tot, ich glaube 57. Wir sind ordentlich mit dabei. Es gab eine Sonderfolge, weil Kevin Pinnow hatte keine Zeit, noch heute mit uns über das Trainingslager zu sprechen. Hat er einfach Dirk Krampe geschickt. Habe ich am Wochenende mit dem aufgenommen. War für dich aber auch ein schönes Trainingslager. Du schüttelst den Kopf. Wo warst du denn am Sonntagvormittag? Ich wurde nicht eingeladen. Ja, zu Recht. Hm. Ja, gut. Ja. Wir dachten eigentlich, Dirk erinnert sich an mehr vom Trainingslager. Ja, aber das ist häufig das Problem bei ihm. Der hat ganz oft, das hat er mir gesagt, da weiß er schon nicht mehr, wie vor 2 Wochen das Spiel ausgegangen ist. Ist das bei euch auch so? Doch, das weiß ich noch. Weiß ich auch noch, aber ich glaube, dass ich mich dann tatsächlich so, also ich habe eher so Probleme mit 4-5 Wochen. Dann bin ich schon wieder eher bei 4-5 Monaten. Das kriege ich dann eher hin. Mhm. Mhm. Also ja, aber ich wüsste sogar den meisten Torschützen noch sogar aus vielen Spielen. Vielleicht nicht mehr alle Reihenfolgen, aber ich könnte noch einiges aufzählen. Bremen, Dortmund, Hinspiel. 2-3? Ja. Tore? Mhm. Wow, wird schwer. Oh. Stand auf jeden Fall das letzte 2-0 für den BVB und Moukoko hätte das 3-0 machen müssen. Ja, Muki muss das 3-0 machen. Da haben sie sich noch selbst im Weg gestanden, genau. Wahrscheinlich Reus 1-0. Dann ist doch Dahoud früh vom Platz. Und dann kam Emre. Und dann Emre und Jude im Zentrum war nicht so richtig klug. Bremen hat das mit der Dreierkette. Hat nicht Jude sogar getroffen? Ja, kann schon sein. Aber auch mindestens 1, wenn nicht sogar 2 mit verschuldet. Dieser US-Amerikaner mit den leicht rötlichen Haaren hat das Siegtor gemacht, oder? Hm? Genau. Ja. Und der Däne hat getroffen, den wir da haben, auf links, ja. Däne, glaube ich, die Bremer. Hm, genau. Dann kurze Quizfrage an der Stelle an Kevin Pinnow. Bei welchem Spiel warst du zum ersten Mal für das BVB-Team der Ruhrnachrichten im Stadion? Wann, wie, wo, was, Gegner, Torschützen und so weiter? An den ersten Einsatz muss man sich eigentlich erinnern. Ja, Heimspiel gegen Hoffenheim. 2-2, Erling Haaland in der Nachspielzeit. Ja, aber dann stimmt das Ergebnis nicht. Wenn Haaland dieses Tor geschossen hat, unter die Latte genagelt, hat Dortmund in der Nachspielzeit durch diesen Treffer gewonnen. Haben die gewonnen? Würde ich vermuten. Ich glaube, die haben nur einen Punkt geholt. Mhm. Das werden wir jetzt mal nachschauen. Machen wir. Der Zwischenzeit. Ja, da waren 2 späte Tore, ne? Gegen Union war das 3-1 oder sowas. Das war dieser Riesenlupfer, oder? Und gegen Hoffenheim haut er das Ding, nachdem sie vorher 4 oder 5 dicke Chancen vergeben haben, haut er den in der knallt er es aus 5 Metern unter die Latte. Sieg? Das schaue ich jetzt nach. Und wie gesagt, in der Zwischenzeit erklärt uns Kevin Pinnow, wer da von Union Berlin zu Borussia Dortmund gewechselt ist. Ein Norweger. Ein sehr guter Kumpel von Erling. Ja, vielleicht haben die sich auch mal ein bisschen ausgetauscht über Borussia Dortmund, oder Jürgen? Das könnte ich mir vorstellen. Die werden miteinander gesprochen haben. Also dieser andere Norweger hatte ja in seinem ersten Spiel gegen Augsburg 3 Tore gemacht. Das erwartest du jetzt von einem offensiven Rechtsverteidiger auch? Daran erinnere ich mich ganz genau, an dieses Spiel. Erlings Debüt in Augsburg. Das war ordentlich, ja. Boom, also wenn Riasson das auch so hinbekommt? Nach allem, was ich höre, ist Tore schießen nicht seine oberste Kompetenz. Ein Saisontor, glaube ich, aktuell, ne? Möglicherweise. 1 im Europapokal haben wir noch, glaube ich, gesehen. Kann aber sein, dass die Saison vorher war. Ja, das war der Siegtreffer. Und das Foto, was wir sehen bei Kollegen mit einer großen Online-Seite, ist ein jubelnder Erling Haaland. Ja. Stimmt. Der Buhr hat später das 2-2 noch gemacht und dann in der Nachspielzeit haut Haaland den noch runter. Ja. Ja. Rainer 1-0. Der Buhr so ein Stocher nach einer Ecke oder sowas. Mhm. Oder vielleicht sogar mal wieder. Ich war auch im Stadion und sagte zur Begleitung, zur Pause, boah, ist aber langweilig, da stand es dann 0-0.
Dann wurde es hinten raus aber noch ein relativ angenehmes Spiel. 24-10 Torschüsse. Ach. Ja, ja, also die hatten vorher jede Menge dicke, klare Torschlagen vergeben und dann plötzlich standen sie noch mit einem Punkt da. So, jetzt haben wir 10 Minuten Vorgeplänkel eigentlich gehabt. Jetzt können wir endlich mal zum Aktuellen kommen. Wir waren ja schon dabei. Wir waren ja schon dabei. Nee, du hast uns ja schon wieder unterbrochen. Entschuldigung, aber das war auch ein bisschen kurz und knapp, Kevin. Ja, du hast ja dann unterbrochen quasi mit dem Ergebnis. Also, heraus. Wen hat Borussia Dortmund da verpflichtet? Hab's eben schon gesagt. Rechtsverteidiger kann aber auch links verteidigen. Spielt eigentlich in der Fünferkette oder Fünfermittelfeld auf der Außenposition. Deswegen gab's den einen oder anderen, der gefragt hat, passt das beim BVB überhaupt rein? Wie alt ist er? Kommt aus Norwegen. Eigentlich jetzt die letzten Jahre bei Union Berlin gespielt, aber auch schon für die Nationalmannschaft im Einsatz gewesen. Wie heißt er komplett? Wie lange steht er jetzt zum Beispiel bei Borussia Dortmund unter Vertrag? Der ein oder andere wird's ja nicht mitbekommen haben, weil es ist relativ aktuell reingekommen. Jürgen, schieß los. Ja, Julian Ryerson, ich meine, wenn das damit so kehlig-norwegisch ausspricht, dann müsste das ungefähr so hinhauen. Ansonsten, Verzeihung, ich arbeite dran. Ist, glaube ich, 2018 nach Berlin gewechselt. Aus 4,5 Jahre bei Union. Genau, 4,5 Jahre war er jetzt da. Ist also mit aufgestiegen, glaube ich, noch damals. Ja. Und ja, hat so eine Entwicklung genommen wie der Club, würde ich behaupten. Stetig weiterentwickelt, verbessert und hat ein sehr hohes Standing bei den Fans in Berlin gehabt, war mit Kapitän in der Mannschaft und ja, ist so eine Kategorie Arbeitstier, würde ich sagen. Kann auf beiden Flügeln defensiv spielen, hat auch eher in der Defensive seine Qualitäten, also zweikampfstark, aggressiv, laufstark, immer willig, immer hungrig, immer gierig, soll nach Niederlagen besser 2 Tage lang nicht anzusprechen sein. Ein Umstand, den man beim Blick auf den übrigen BVB-Kader sicherlich gut da implementieren kann. Tatsächlich hat er in Berlin immer rechts oder links vor der Kette gespielt oder neben der Kette. Meistens ist er eine Fünferkette anstatt eine Dreierkette bei Union, bei Urs Fischer. Aber ja, immer noch eine Absicherung an der Seite gehabt. Wenn er in der Viererkette spielen muss, wird sich das sicherlich taktisch nochmal ein bisschen ändern. Da wird er sich drauf einstellen müssen. Und ja, bei vielen BVB-Fans kamen wegen der Rückennummer so ein paar Reminiszenzen auf. Rechtsverteidiger, diese Rückennummer, ein Transfer, wo man erst dachte, aha, okay, naja. Und bei Lukas Piszczek ist dann ja eine ganz große Nummer raus geworden. Diese Hürde möchte ich Ryerson nicht in den Weg stellen. Aber ich glaube, es ist aufgrund der Aktualität und der zeitlichen Enge eine gute Lösung, die Sebastian Kehl als Sportdirektor da gefunden hat. Kannten den Spieler natürlich schon länger, hatten auch wohl schon im vergangenen Sommer vielleicht mal Kontakt zu ihm, hätten ihn vielleicht auch im nächsten Sommer, im kommenden Sommer nochmal angesprochen oder versucht nach Dortmund zu holen aufgrund seiner Vielseitigkeit. Dann wäre er ablösefrei gewesen, ja, so sagen. Ja, wenn sich sein Vertrag nicht verlängert hätte. Automatisch durch eine gewisse Anzahl von Spielen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, der kann sicherlich helfen und passt so, ich würde sagen, in diese Kategorie Sully Özcan. Na, hat Bundesliga-Erfahrung, jetzt nicht den ganz großen Namen, aber ist vielleicht ein Typ und eine Art von Spieler, die dieser Mannschaft sehr gut tun können. Ich glaube, dass es vielleicht nicht der schlechteste Weg ist, weniger auf Namen zu setzen, sondern vielmehr auf die sportlichen Attribute nochmal zu schauen. Und wenn man da für 5 Millionen einen Verteidiger bekommt, der, wie gesagt, auf beiden Seiten einsetzbar ist, der mehr als solides Bundesliga-Niveau hat und der Mannschaft auch als Typ noch ein bisschen weiterhilft, dann ist mir das manchmal lieber als ein großer Name, der 25 Millionen oder mehr kostet, aber dann weit hinter den Erwartungen zurückbleibt und vielleicht auch als Typ gar nicht so cool in die Truppe reinpasst. Wobei ja gerade auch die Außenverteidigerposition, zumindest finde ich das, wenn man sich den Markt so ein bisschen anschaut, da gibt es, glaube ich, in diesem Mittelsegment 25 Millionen relativ wenig, was sich richtig nach vorne bringt. Ne? Also entweder du hast die richtigen Granaten, die spielen dann aber auch schon bei Top-Clubs, die wollen dann vielleicht auch gar nicht mehr in Dortmund auflaufen oder eben Unsummen verdienen. Oder du bist dann irgendwie im 5 bis 10 Millionen Bereich, die du dir dann noch ein bisschen ranzüchten musst. Und du hast Piszczek schon genannt, das ist eigentlich ein ähnlicher Spielertyp, der damals auch noch nicht voll entwickelt war, eigentlich damals ja noch deutlich mehr Offensivdrang auch hatte. Also ich finde das einen guten Schachzug von Sebastian Kehl. Ja, und man muss schauen, ne, der BVB hat auf dem Zettel jede Menge Außenverteidiger, aber kaum zufriedenstellende Lösungen. Na, also links, klar, es ist Rafael Guerreiro die erste Wahl, aber auch mit den altbekannten Schwächen, ne, was die Offensive belangt, ist die linke Verteidigerseite mit die beste der Bundesliga, was die Defensive anbelangt, eine der schlechtesten.
Tom Rothe braucht sicherlich noch Zeit, um da reinzuwachsen. Nico Schulz ist außen vor und wird nicht zum Einsatz kommen. Dann ist da noch Felix Passlack, der dann jetzt wahrscheinlich vielleicht eher früher als später das Weite suchen wird, weil ihm schon jemand wieder vor die Füße gestellt wird. Auf der rechten Seite hat Thomas Meunier in den letzten Jahren immer gespielt. Nach schwacher Anfangsphase sich zeitweise gesteigert, aber eigentlich nie das erfüllt, was man sich von ihm erhofft und versprochen hat und auch das, was er eigentlich selber von sich sehen will. Da ist er auch durchaus selbstkritisch. Und dann Niklas Süle ist da rechts sicherlich nicht ideal besetzt. Matteo Morey nach diversen Knieoperationen und langer Ausfallzeit weiß keiner genau, ob und wie er überhaupt jemals wieder regelmäßig kicken und auch auf diesem Niveau mitspielen kann. Marius Wolf ist so eine Allzweckwaffe mit dem bekannten Dilemma, wenn du eigentlich überall spielen kannst, aber nirgendwo richtig gut bist, dann wird es halt schwierig. Und dann habe ich jetzt bestimmt noch einen vergessen. Ne, war es das? Thorgan Hazard könnte links noch hinten spielen, ja. Aber auch eher links, ne? Ja, könnte links hinten spielen, aber auch das eher so mit einem Fragezeichen hinten dran. Also jede Menge Namen, deswegen muss ich schon überlegen, ob ich keinen vergesse, aber wenig überzeugende Lösungen. Und da jetzt mit den Reerson, ich werde, glaube ich, immer sicherer in der Aussprache. Ich nenne ihn einfach Julian. Ja, Julian. Julian, Entschuldigung. Halb Amerikaner oder so, ja. Ja, das ist eine sehr pragmatische Lösung. Vor allem, dass er auch die Flexibilität bietet, links und rechts spielen zu können. Also wir wissen es ja alle bei Rafael Guerrero und die muskulären Problem ist das ja auch so eine Geschichte, die sich immer mal wieder auftut. Deswegen, wenn er da dann reinspringen kann auf links, ist das sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, du hast ja gesagt, er spielt aktuell eher diese Fünferkette. Eigentlich hat Edin Terzic ja die perfekte Dreierkette hinten schon mit Süle, Hummels und Schlotterbeck. Wenn er jetzt auch noch einen Rechtsverteidiger hat, der so eine Fünferkette spielen kann und man Rafael Guerrero auch die Möglichkeit geben könnte, in einer Fünferkette vielleicht ein bisschen offensiver zu agieren, dann wäre das vielleicht auch mal ein Modell für die Zukunft. Ich glaube, bislang hat Terzic sich das nicht getraut, weil eben auf der rechten Seite dann der Mann fehlte, der dieses Puzzlestück dann auch einnehmen kann und da dann die Fünferkette bildet. Also neue taktische Varianten, wenn denn alle gleichzeitig fit sind. Das stimmt natürlich. Ja, das ist ein bisschen das Problem beim BVB in den letzten Monaten gewesen, was aber jetzt auch aufgefallen ist. In Marbella waren ja gefühlt alle dabei. Ja gut, aber jetzt geht es ja schon wieder damit los, dass die ersten fehlen. Thomas Meunier ist klar. Bei Rafael Guerrero muss man auch zumindest mal noch ein Fragezeichen dahinter setzen. Hat er dann die letzten Einheiten nicht trainiert in Marbella, war beim Spiel gegen Basel nicht dabei. Ja, und dann musst du schon gucken, wie stellst du dir die Viererkette am ersten Spieltag gegen Augsburg auf? Seit heute Mittwoch ist Rafa, glaube ich, wieder im Training, aber hat natürlich ein paar Tage verpasst und muss man erstmal schauen. Also das könnte eng werden, ob es für ihn dann reicht oder ob vielleicht doch Thorgan Hazard in links verteidigen muss. Oder Rias von direkt links und Süle auf rechts, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, dann na klar, wenn du beide Außenverteidigerpositionen offen hast, wird es natürlich irgendwann schon wieder ein bisschen wilder. Du hast jetzt eben die ganzen möglichen Außenverteidiger aufgezählt. Warum kann denn Hazard nicht rechts spielen? Ist doch eigentlich ein Rechtsfuß, oder nicht? Ja, kann er auch. Der kann halt hinten und vorne links und rechts irgendwie spielen, aber irgendwie ist, glaube ich, der richtige Begriff. Genau. Ja, also alles nicht so richtig überzeugend, ne? Nicht wirklich überzeugend. Ich will jetzt nicht sagen, wann hat er jemals überzeugt. Das wäre ein bisschen hart, aber in seinem letzten Jahr in Gladbach. Ja. Ja. Und da in der ersten Saisonhälfte. Ja, also. Und das erste Jahr in Dortmund war auch gut, das dürfte nicht unter den Tisch kehren. Da hatte er auch weit über 20 Scorerpunkte, glaube ich. Ja, aber auf alle Wettbewerbe bezogen? Ja, aber. Oder trotzdem. Ja, voll gut. Für links außen ist das doch schon mal. Naja, das erste Jahr unter Favre war gut. Damit hat es sich dann aber auch. Seitdem kam nicht mehr viel. Nichts. So, was ich da nochmal nachfragen wollte, ist, jetzt durch diesen Neuzugang. Ist dann im Prinzip das Wintertransferfenster für den BVB schon geschlossen oder habt ihr das Gefühl, da könnte sich noch was tun? Und ich habe ja gerade schon rausgehört, das ist eine Lösung, die euch auf jeden Fall überzeugt. Fand ich sehr interessant auch mit diesem Preissegment. Das ist ja auch tatsächlich so. Erstmal möchte der BVB oder kann auch aktuell nicht mehr so viel Geld ausgeben. Das ist das eine. Und das zweite ist, ja, in diesem Bereich 25 Millionen, da gibt es auch nicht so sonderlich viel. Spieler müssen ja dann auch wechseln wollen, Vereine müssen abgeben wollen, das ist auch ein Problem. Und das auch noch im Winter, ne? Ist natürlich auch noch mal eine besondere Transferphase, da ist ja meist jetzt nicht der Starspieler auf dem Markt und dann so eine Lösung zu finden, ist glaube ich schon echt stark. Ja, und es geht jetzt so ein bisschen los, aber bis vor einer Woche war es ja auch einfach komplett tote Hose auf dem Transfermarkt, da hat sich ja keiner getraut, also
Man sieht es nicht, aber man ahnt es, wenn man daraus ableitet, wie klamm viele, viele Clubs noch sind und wie schwer sie noch mit Corona-Nachwehen zu kämpfen haben. Und ja, in der Spitze gehen so ein, zwei Sachen bei den Clubs, die nicht nach Geld gucken müssen, aber so das mittlere und untere Segment. Boah. Chelsea, geschmeidige 480 Millionen? Ja, das ist ja so eine Mittelklasse. Ja, interessant. Für wen die das vor allem auch ausgeben, das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Ich ändere meine Frage und nicht, ob der BVB noch aktiv wird, weil ich glaube, da fragen die Hörer gleich auch noch nach, sondern ich möchte mal in den Raum werfen, Transferfenster nur im Sommer. Aber dann hast du ja so ein bisschen das Problem, dass du auf gewisse Dinge nicht mehr reagieren kannst. Ja, Moment, da habe ich doch direkt ein Gegenargument. Kann kein Verein dann. Ja, gut. Aber keinen Wettbewerbsvorteil für irgendeinen Verein. Dann ist es ja ein Nachteil für die kleineren Clubs tatsächlich, die sich dann eben nicht einen 35-Spieler-Kader vorhalten können. Genau, wenn du die Tiefe nicht hast. Sondern ja, aber Kader. Die Tiefe haben sie auch nicht jetzt. Ich würde einen Gegenvorschlag machen. Transfers maximal bis zum ersten Spieltag. Bis zum ersten Pflichtspiel, im Sommer wie im Winter. Da gehe ich mit. Ja, aber da haben wir doch das Problem, dass zum Beispiel die Premier League mehr oder weniger durchspielt. Ja, aber die haben es doch auch schon mal einen Sommer lang gemacht und gesagt, wir machen das vorher Stopp. Das machen sie dann aber nicht wieder, weil die anderen nicht mitgezogen haben. Wenn es da einen Schulterschluss gäbe, würde ich das sehr begrüßen. Ja, das fände ich auch sehr, sehr gut. Also da wird es auch mal Zeit, finde ich zumindest. Ja. Das aber ich auch dann so, dass wird. Alle die gleiche Anzahl an Tagen hätten. Also wenn die Premier League jetzt eher beginnt eine Woche, dann hätten sie ja quasi eine Woche weniger, um zu agieren. Würdest du dann das Transferfenster in England eine Woche eher öffnen? Nee, erster Pflichtspieltag, beziehungsweise erstes Pflichtspiel bedeutet in Deutschland DFB-Pokal. Das ist ja dann immer auch gleichzeitig mit dem Start der Premier League. Wobei die Italiener und Spanier, die Serie A, das ist ja die Frage. Die fangen später an, ja. Hätten die dann mehr Zeit? Oder wäre dann mit Spieltag 1 von Borussia Dortmund Deutschland auch geschlossen? Sagen wir aufnehmen nur bis zum ersten Pflichtspiel. Spannendes Thema. Ne? Abgeben könnt ihr immer noch, was weiß ich, wenn Spieler irgendwie dann keine Rolle mehr spielen und lieber in Portugal noch ein paar schöne Tage in der Sonne haben möchte, dann kann man ihm das ja schlecht verwehren. Dann muss aber in Portugal der Transfermarkt laufen. Hab heute mit einem Handballer gesprochen am Vormittag, der seit 4 Jahren bei Benfica spielt. Und habe ich ihn gefragt, ob das die beste sportliche Entscheidung wäre, die er jemals getroffen hätte. Meinte er, zumindest sehr nah dran, so ungefähr, war die Antwort. Weil es ist natürlich eine überragende Stadt, Lissabon, muss man wirklich sagen. Und da lässt es sich auf jeden Fall aushalten. Also alle Fußballer, geht nach Lissabon. Benfica, haben auch einen guten Trainer. Ich wollte gerade sagen, haben auch Benfica, genug gute Kicker. Ne? Ja. Der letzte, der jetzt so teuer gewechselt ist, ist das nicht irgendein argentinischer Weltmeister gewesen von Benfica, der jetzt irgendwie... Er ist doch noch nicht gewechselt, oder? Ist noch nicht gewechselt, ist noch nicht, ne? Der letzte war der uruguayische Mittelstürmer. Zur Debatte, ja. Also ich weiß nicht, wie die das machen, aber die haben jedes Jahr irgendeinen Spieler, den sie für mindestens 80 Millionen verscherbeln. Ja, ich habe kürzlich nochmal so eine Aufstellung gesehen mit den Clubs, mit den größten Transfereinnahmen quasi. Und da war Borussia Dortmund natürlich relativ weit vorne. Ich glaube Top 3 oder Top 5. Und ich mein Benfica, Ajax waren so ziemlich ganz weit vorne. Und ein Eindhoven, oder? Die spielen auch relativ weit vorne mit. Ajax, Benfica, vielleicht Eindhoven und aus Frankreich noch Lyon, glaube ich. Ja, Lyon kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, also das waren so die Top-Verkäufer oder die mit den höchsten generierten Ablösesummen. Worüber möchtet ihr als nächstes sprechen? Erst Hörerfragen beantworten und dann auf die Rückrunde bzw. die zweite Saisonhälfte vorausblicken oder umgekehrt? Wenn du mich fragst, umgekehrt. Wenn du Kevin fragst, weiß ich nicht, was er sagt. Ich bin da offen. Ah, guck mal. Okay, dann fangen wir zunächst mal an mit den Partien, die uns jetzt erwarten. Es geht am 22. Januar los mit einem Heimspiel gegen den FC Augsburg. Und das ist relativ einfach. Zumindest könnte man das an der Stelle mal so formulieren. Sieg ist absolute Pflicht für den BVB. Richtig. Ja, kein Widerspruch. Gut, nächste Frage. Wie kann man das angehen? Wie viele Fragen noch etliche. Wie kann man das angehen, dass dieses Spiel und möglicherweise ein vielleicht dann auch mal berauschender Sieg des BVB dafür sorgt? Ja, ich habe da schon Ansprüche. Kaltstart und dann gleich berauschend. Ja, ist ein Kaltstart für alle Mannschaften. Dass ein berauschender Sieg dafür sorgt, dass man entsprechend viel Euphorie auch in die Wochen danach mitnimmt. Denn ich kann mich noch sehr gut an Edin Terzic's Aussagen bei der Saisoneröffnungsfeier erinnern. Und dann gab es diesen Auftaktsieg gegen Bayer Leverkusen,
wo man, sagen wir mal, so semi-gut gespielt hat. Bayer Leverkusen hätte bestimmt einen Punkt verdient gehabt bei diesem knappen 1:0 Erfolg. Und ich da schon dann relativ schnell das Gefühl hatte und dann spätestens mit dem Spiel gegen Werder Bremen, mit dieser 2:3 Heimniederlage, war das ja dann auch weg. Dass dann, ja, diese Freude, diese Vorfreude auf die neue Saison und die Saison unter Edin Terzic, den ja alle hier so lieben, irgendwie direkt weg war. Was kann man tun, damit das dieses Mal anders läuft? Oder was muss Borussia Dortmund tun? Ja, gut Fußball spielen. Ja, klar. Also Fußball spielen wie Borussia Dortmund. Ne? Eben mit der gehörigen Portion Leidenschaft und der kämpferischen Attitüde plus, und das wirklich auch erst dann als Plus mit der spielerischen individuellen Qualität, die da ist, um die durchzusetzen. Ich fand nicht, dass die Euphorie so schnell verpufft ist. Und überleg mal, also im letzten halben Jahr unter Rose gab es da die Heimniederlagen, wir haben sie alle mal aufgezählt, gegen Leverkusen und Leipzig und die Rangers und gegen wen weiß ich noch. Und wir haben jetzt in der Hinrunde oder im ersten Saisonteil unter Terzic gab es das eine 2:3 gegen Bremen, was ja irgendwie von der Entstehung und Entwicklung her auch so Kategorie Jahrhundertspiel ist, weil sowas seltenst vorkommt und das eine Mal passiert ist. Ansonsten hast du gegen die Bayern zu Hause nicht verloren, du hast gegen Manchester City zu Hause nicht verloren und den Rest gewonnen. Ja, da war noch ein 1:1 gegen Sevilla dabei, ne? Ja, ist korrekt. Ja, genau, also gegen Sevilla, City und die Bayern zu Hause unentschieden gespielt und den Rest gewonnen. Das ist okay, die Probleme liegen ja auswärts. Aber ich gebe dir recht, grundsätzlich, um die Stimmung rund um Borussia Dortmund zu beeinflussen, musst du eigentlich grundsätzlich fast jedes Heimspiel gewinnen. Dann hast du erstmal Ruhe im Karton. Und dann musst du gucken, was du auswärts reißen kannst. Und dann gehört so ein klarer Heimsieg zum Start gegen Augsburg auf jeden Fall ins Pflichtenheft, keine Frage. Also ich glaube, dass es da schon eine ganz besondere Atmosphäre geben wird, beziehungsweise eine ganz besondere Atmosphäre herrschen wird, weil Sebastian Haller aller Voraussicht nach im Kader stehen wird, vielleicht auch ein paar Minuten bekommt. Ich glaube, das wird mit den Fans ganz viel machen, das wird mit der Mannschaft ganz viel machen. Wo das jetzt hinführt, ob der dann sofort trifft, ob der super spielt, das sei alles mal dahingestellt. Aber dass der allein da ist, kann schon ganz viel auslösen. Und wenn man dann auch nochmal schaut, wer spielt denn an dem Tag sonst noch wo oder beziehungsweise den Tag vorher, das Topspiel Leipzig-Bayern. Wenn man da natürlich dann auch das Ergebnis sieht, je nachdem wie es ausgeht, könnte man mit einem Sieg wieder plötzlich ganz oben mitspielen. Du hast gesagt, das ist absolut richtungsweisend. Und Augsburg ist ja jetzt auch nicht so der Lieblingsgegner. In Augsburg sieht es dann meist noch ein bisschen bescheidener aus als zu Hause gegen die. Aber da kommt natürlich auch ein alter Bekannter dann zurück in den Signal Iduna Park mit Enno Maaßen, der vielleicht auch weiß, wie man Borussia Dortmund knacken kann, der sehr offensiv spielen lässt, der das mit einem hohen Pressing dann auch durchdrücken will im Spielverlauf. Also das wird auf jeden Fall kein Selbstläufer. Da muss alles passen ab Minute 1. Ich glaube, Edin Terzic wird da schon zusehen, dass er die Jungs gut einschwört auf dieses Spiel. Aber ja, in der Mannschaft, glaube ich, wissen alle, da muss von Minute 1 alles passen und wir müssen Vollgas geben. Entscheidet dieses eine Spiel komplett über das, was in den nächsten 5-6 Monaten bei Borussia Dortmund passiert? Nein. Warum nicht? Nee, so dramatisch würde ich es auch nicht ausdrücken, weil du immer noch die Chance hast, das Ganze zu korrigieren in diesem schnellen, lebigen Geschäft. Du spielst den Mittwoch drauf in Mainz, danach gegen Leverkusen, lieferst du da zweimal richtig gut ab, hat jeder diese Auftaktpleite gegen Augsburg vergessen. Also, das glaube ich nicht. Nein. Du siehst es auch nicht so, Jürgen? Nein, würde ich nicht zu hoch hängen. Ich glaube gleichzeitig, dass Borussia Dortmund die Mannschaft ganz genau wissen, ne? Mit Platz 6 in der Bundesliga sind sie weit hinter dem, was sie liefern müssen. Da ist ganz viel Pflicht, ganz viel Bringschuld dabei. Und von daher kann ich mir erstmal gar nicht vorstellen, dass sie so schläfrig und unwach sind, dass das in die Buchse gehen sollte. Und zum anderen habe ich ja eben schon skizziert, lag das Problem bisher in der Saison nicht in den Heimspielen. Ja, das ist korrekt. Die Sache ist nur, wenn ihr das gerade schon so anführt, dass man das ja dann noch korrigieren kann und so weiter, danach folgen erstmal zwei Auswärtsspiele. Genau, deswegen finde ich die fast entscheidend. Also frag mich nach dem Leverkusen-Spiel nochmal auswärts sonntags bei Bayern 04. Ja, da kann ich nicht, aber ich würde dich dann in der Ausgabe danach eventuell fragen. Ja, ich finde, das ist ein, ja, wie sagt man auf Deutsch, auf Englisch sagt man tricky ist der Spielplan am Anfang für Borussia Dortmund. Denn du hast ja gerade gesagt, Enno Maaßen kommt zurück nach Dortmund, der den Verein und die Spieler hier sehr gut kennt und die Spielweise dieser Mannschaft.
Und der hat jetzt auch in Augsburg gezeigt, dass er sofort in der ersten Liga angekommen ist. Da gab es schon den einen oder anderen, der gezweifelt hat und der gesagt hat, ist der Schritt von der dritten Liga in die erste für Enno Maaßen nicht einfach zu groß? Für den Moment, nicht generell, aber für den Moment. Augsburg, eine Mannschaft, die in den letzten Jahren immer Probleme hatte. Auch zu Saisonbeginn steckten sie meistens unten drin. Am Ende haben sie sich immer gerettet und das auch oft relativ souverän, gerade im Vergleich zu den Mannschaften, die dann abgestiegen sind. Und dann spielst du in Mainz. Mainz ist so ein ekliger Gegner, würde ich jetzt mal behaupten. Da fährst du auch nicht hin und nimmst mal eben die 3 Punkte mit und dann auswärts in Leverkusen. Also das ist jetzt nicht so, dass du in diese zweite Saisonphase startest und denkst, boah, wird schon laufen. Insbesondere, wenn man weiß, wie der BVB in den letzten Wochen der Hinrunde aufgetreten ist. Ja, und dann kommt der Tabellendritte mit Freiburg. Also ist jetzt auch nicht viel angenehmer. Ja. Also wenn ich mir den Spielplan so angucke, und wir wollen ja vorausschauen, erstmal auf die nächsten Wochen, jetzt vielleicht nicht komplett auf die zweite Saisonhälfte, aber diese ersten Wochen haben es so richtig in sich. Dann gibt es ein DFB-Pokalspiel beim VfL Bochum, was aufgrund der emotionalen Brisanz auch sehr, sehr schwierig ist. Ich denke, dass der BVB sich da durchsetzen wird und vielleicht auch unabhängig von den Auftritten vorher. Aber ja, dann in der Bundesliga wieder auswärts bei Werder Bremen. Da kommen wir wieder zu diesem Hinspiel, was man verloren hat. Sicherlich dann auch ein Thema, was aufgemacht werden wird, logischerweise. Dann Chelsea, also es geht direkt ordentlich zur Sache. Man hat ja gar keine Zeit irgendwie, um langsam reinzufinden. Ich meine, deswegen war das Trainingslager, und ich habe so den Eindruck aus der Distanz, das gute Trainingslager, ganz, ganz wichtig als Basis. Also in Marbella waren alle sehr zufrieden mit dem Verlauf. Das war extrem hohes Tempo, da war viel Zug in den Einheiten, da ging es in den Zweikämpfen zur Sache. Was ich aber auch sehr wichtig finde immer, gerade in so einer Zeit, wo man dann eigentlich 7 Tage nonstop aufeinander hängt, ist, dass die Stimmung passt. Also man hatte das Gefühl auf dem Weg zum Platz, da ist dann mal ein Späßchen bei, man unterhält sich gut. Danach flaumt man sich vielleicht aber auch mal ein bisschen an und trotzdem ist dann wieder alles in Ordnung. Das hat Mo Dahoud bei uns im Interview auch gesagt, mit Mats Hummels zum Beispiel, die ecken dann durchaus mal aneinander und dann ist aber auch nach der Einheit oder nach dem Spiel dann alles wieder in Ordnung. Aber es war eine sehr, sehr gute Grundstimmung und ich glaube, das kannst du auch dann mit in eine Saison nehmen und das kann auch nur entstehen, wenn du ordentlich arbeitest und wenn du dich neben dem Platz gut verstehst. Und das scheint gerade der Fall zu sein. Wenn du es jetzt noch schaffst, so einen Neuzugang vielleicht gut zu integrieren, mit Sebastian Haller hast du ja eigentlich noch einen zweiten Neuzugang. Das wird dem Team, habe ich ja gerade auch schon mal gesagt, sehr viel geben, dass der jetzt zurück ist. Das hat man auch gemerkt. Marco Reus, ich will jetzt nicht sagen, der war fast zu Tränen gerührt, aber dem gingen die Mundwinkel so hoch, als er über dieses Thema sprechen durfte, dass der Junge jetzt endlich zurück ist. Also das ist super für den Verein, ein ganz tolles Zeichen und einfach nur schön, ihn wieder auch auf dem Platz zu sehen. Ja, und diesen ganzen Schwung musst du jetzt einfach in diese Partien mitnehmen, die ganz unterschiedlich gelagert sind. Nur wir es natürlich Augsburg haben, die es obwohl sie Auswärtsmannschaft sind, vermutlich relativ offensiv angehen werden, auch mit dem Pressing, dass sie versuchen, Borussia Dortmund sehr früh zu stören am Spielaufbau. Dann wirst du Mainz haben, die, glaube ich, selbst im eigenen Stadion das Ganze eher ein bisschen defensiver angehen, sich zurückziehen werden, Borussia Dortmund lange und viel den Ball überlassen werden. Und dann waren wir, wo waren wir dann? Ah, in Leverkusen. Ja, dann hast du vielleicht so eine Mischung aus beidem, die sie wirklich punktuell mal steuern können. Xabi Alonso wird da sicher Mittel und Wege finden, wie man die Mannschaft da einstellt. Und die verfügen natürlich über eine ganz hohe individuelle Klasse. Ich würde behaupten, dass das nach den Bayern, ich glaube sogar vor Dortmund, der spielstärkste Kader ist. Wenn man sich so die einzelnen Leute da anschaut, das ist schon richtig gut, was sie auf den Rasen bringen können. Ja, also wie du schon sagst, ist schon ein Brett. Ja, aber ich glaube, dass ähnlich wie in der Hinrunde anfangs die Konzentration gut stimmte und auch der Konkurrenzkampf dafür gesorgt hat, dass die Qualität auf dem Platz zu sehen war. Dann fehlt irgendwann der Konkurrenzkampf, dann war die Konzentration weg und dann gingen auch die Ergebnisse schneller mal weg. Und wenn wir jetzt wissen, fast vollständiger Kader, Meunier fällt erstmal aus, Guerreiro wackelt so ein bisschen, aber fast alle, also eigentlich alle Stammspieler sind dabei. Auch die, die es gerne sein wollen, sind dabei und machen ein bisschen Druck. Mit Haller kommt eine zusätzliche Komponente dazu, die man schmerzlich vermisst hat. Das sind eigentlich, plus die Mannschaft war ausgeruht, alle konnten 3 Wochen Urlaub machen und jetzt zusammen konzentriert trainieren. Da sind eigentlich alle Parameter erfüllt und da spricht jetzt nichts dagegen, dass die Truppe abliefert.
wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Mannschaft einigermaßen fit bleiben wird, weil ich meine, so schlimm wie in der Hinrunde kannst du ja eigentlich nicht nochmal laufen. Das sagen wir auch schon seit 3 Jahren. Positiv an die Sache ran. Ja, das ist eben das Thema. Also das irgendwo bricht ja dann doch immer was auf. Also gehen wir mal davon aus, dass es einigermaßen vernünftig laufen wird, was das angeht. Welcher andere Parameter darf nicht ins Spiel kommen, damit die Rückserie in die Hose geht? Du darfst, glaube ich, deine Grundtugenden einfach nicht vergessen auf dem Platz. Du bist Borussia Dortmund, du musst jedes Spiel so angehen, mit der klaren Intention, dieses Spiel zu gewinnen, und darfst da 90 Minuten nicht von abweichen. Ich glaube, das muss bei allen in den Köpfen stecken. Und erst dann, das hat Jürgen auch gesagt, dann darf individuelle Klasse kommen, dann muss es über Taktik, über System gehen. Aber wenn du mit dem Willen da reingehst, wir müssen das hier heute wuppen, dann steht dem, glaube ich, nichts im Wege, noch eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen. Mhm. Hat dir oder hat euch dieser Wille in den ersten Monaten der Saison zu oft gefehlt? Ja, ganz am Anfang nicht, danach zunehmend, ja. Da gab es Spiele, wo ich dachte, das hättest du mit ein bisschen mehr Wollen auch anders gestalten können. Ich glaube, was ich sehen will, ist die fußballerische Weiterentwicklung. Wir reden ja von Umbruch im Umfeld und in der Mannschaft, aber es ist auch ein Umbruch im Spielstil, der unter Marco Rose begonnen hat und jetzt eigentlich unter Edin fortgesetzt werden will, mit einer viel höheren Aktivität, mit viel mehr Aggressivität, mit früherem Stören, anders als unter Favre, wo es dann immer hieß, Gio, zurück, zurück! Ja, also nicht mehr zurückziehen, sondern attackieren, den Ball erobern, Pressing, Gegenpressing, wirklich da mit der nötigen Gier auf dem Platz unterwegs zu sein. Das will ich sehen. Und selbst als die Ergebnisse noch stimmten, so bis Ende September, bis in Oktober rein, fand ich es fußballerisch auch in vielen Phasen dürftig. Da muss mehr kommen. Das deutete sich da so an, dass da ein Abwärtstrend gerade sich anbahnt. Da erwarte ich von Borussia Dortmund mehr. Und das eine führt zum anderen, wenn sie halt, ne, mit vielen Ballgewinnen, mit hoher Dominanz auch im Spiel da so auftreten, dann wird auch das ein oder andere Tor mehr fallen und entsprechend auch die Ergebnisse dann so sein, wie man es aus schwarz-gelber Sicht ganz gerne hätte. Wobei man diesen Qualitätsabfall ja nicht nur bei Borussia Dortmund feststellen konnte. Ich glaube, diese vielen Spiele innerhalb kürzester Zeit haben generell dafür gesorgt, dass die Leistung auf dem Platz nicht mehr ganz so hoch war und man sich Spiele auch nur noch schwer angucken konnte zum Teil. Mhm. Ja, wobei da muss man dann ja wieder so eine Phrase oder Aussage heranführen, die die Spieler und die Verantwortlichen sehr, sehr gerne treffen. Wir müssen auf uns schauen. Was die anderen machen, ist nicht so wichtig. Nee, das meine ich ja nicht. Ich meine einfach nur, wenn beide Seiten platt sind, dann wird das kein schönes Fußballspiel. Ja, das verstehe ich schon, aber dann kann Borussia Dortmund das trotzdem gewinnen. Das haben sie sehr selten getan. Also sie müssen nicht immer schön spielen, um die Spiele zu gewinnen. Ich glaube, das ist nicht die Erwartungshaltung, aber es war halt oft auch schlecht. Ja, man hat dann aber auch Spiele 1-0 gewonnen. Da hat man sich dann, glaube ich, für so eine Serie von 4 Spielen gefeiert. Da waren die Fans auch mit zufrieden, weil plötzlich stand hinten die Null. Man hat es defensiv sehr gut gemacht, hat wenig zugelassen. Das war das, was man ihnen ein Jahr zuvor komplett vorgeworfen hatte, weil man da fast die Schießbude der Liga war, übertrieben gesehen, für einen Top-Club. Und da haben ja dann andere Dinge funktioniert, ne? Dann hat man vorne nicht so wirklich gescored. Also man hatte immer so unterschiedliche Probleme eigentlich im Spiel und hat es nie geschafft, alles mal gleichzeitig auf den Platz zu bekommen. Ja, das müssen sie jetzt mal schaffen. Ja, und ein Punkt, den Julian Brandt angesprochen hat in Marbella, habe ich das gesehen im Video. Er sagt, es darf nicht mehr passieren, dass wir als Borussia Dortmund Phasen haben, in denen wir wackelig werden, in denen wir zittrig werden. Und davon hatten wir ja doch einige in den vergangenen Wochen und Monaten. Das kann nicht sein. Und selbst wenn es mal schwerfällt gerade, wenn irgendwelche Parameter im Spiel sich verändern, wenn der Gegner drückt, warum auch immer, oder ganz anders auftritt als erwartet, dann muss es immer noch möglich sein, sich dann eben 5 Minuten zu sammeln, gemeinsam zu verteidigen, zu sortieren und zu besprechen, wie es weitergeht. Aber dass Borussia Dortmund so ins Taumeln gerät und irgendwie so ein wildes Spiel zulässt, das sollte tunlichst nicht mehr passieren. Denn dafür ist die Mannschaft tatsächlich einfach zu gut. Und dafür sind auch die einzelnen Spieler zu gut. Da muss es klarer auf dem Platz sein, was zu passieren hat in bestimmten Situationen, damit sowas wie 2-3 gegen Bremen zum Beispiel nicht mehr passiert, dass da komplett der Faden verloren geht. Also Weiterentwicklung, ja. Fußballerisch, als Mannschaft, in einem Reifeprozess und eine Weiterentwicklung auch im Spielstil. Weg von Abwarten, hin zu mehr Attackieren.
Wollt ihr jetzt schon eure Tipps raushauen, was der BVB erreicht in den nächsten Wochen und Monaten? Bevor wir dann zu den Hörerfragen kommen? Bitte, Jürgen, komm. Ich habe gerade ganz viel gesprochen, ich muss mal eben hier husten. Wie hast du die Frage, glaube ich, vor 2 Wochen schon im Podcast gestellt? Beziehungsweise war, glaube ich, eine Hörerfrage. Ich meine, ich habe gesagt, Borussia Dortmund wird Zweiter in der Liga hinter den Bayern, weil ich dann doch glaube, dass der SC Freiburg, auch Union, da dann das nicht über 34 Spieltage mitgehen können und Borussia Dortmund da dann doch individuell deutlich stärker ist. Leipzig ist mal noch so abzuwarten, das könnte dann ein klarer Zweikampf um die 2 werden. Bayern, glaube ich, ist trotzdem auch wieder unantastbar in der Saison. Pokal, habe ich gesagt, schwierige Aufgabe gegen Bochum, werden sie aber irgendwie schaffen, scheiden dann aber im direkten Duell gegen die Bayern aus. Kommt dann aufs Losglück an, ob du sie im Viertelfinale oder eben erst im Halbfinale oder sogar Finale kriegst. Aber ich glaube, bis zum Pokal reicht es dann nicht. Boah, und Champions League ist, glaube ich, tatsächlich schon Ende im Achtelfinale. Auch wenn da jetzt viele fehlen bei Chelsea und die ja aktuell auch in keiner guten Verfassung sind. Wenn du dir da die Namen anguckst, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer einfach. Champions League Viertelfinale. Pokal. Hängt viel vom Losglück ab, glaube ich auch. Ich glaube, dass Leipzig auch vor dem BVB bleiben wird in der Bundesliga. Denn da passen jetzt Trainer und Kader richtig gut zusammen. Ja, dann wird der BVB Dritter. Viertelfinale Champions League. Und Pokal, je nachdem, wie weit es reicht. Aber grundsätzlich ist es dann am Ende eine solide, souveräne Saison, wo man sagen würde, für ein Jahr des Umbruchs Pflicht erledigt mit Platz 3 mindestens. In der Champions League verbessert oder im Europapokal insgesamt gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert und im Pokal auch, dann könnte man damit zufrieden sein für dieses, ja, von der Grundkonstellation her extrem schwierige Jahr. Na gut, dann können wir uns jetzt um die Hörerfragen kümmern und wir beginnen mit einer Frage zur Aufstellung gegen Augsburg. Viererkette ist klar, schreibt Flo, mit Süle, Hummels, Schlotterbeck und Guerrero. Das sollte ja stehen. Ich glaube, das kam noch vor der Verpflichtung, der Verpflichtung von Herrn Diaz. Ja, das kann sein. Aber wen seht ihr davor? Meiner Meinung nach nur Bellingham und Brandt gesetzt. Bei Bellingham bin ich bei ihm, ja. Wenn Marco Reus fit ist, wird er auch spielen. Dann wird vermutlich aber Julian Brandt nicht spielen. Sofern Terzic wieder auf dieses 4-1-4-1 setzt. Und das deutet sich ja jetzt nun mal an, dass er es jetzt in beiden Tests gegen Düsseldorf und Basel hat spielen lassen. Ist er dann schon ein Zeichen. Er will da irgendwas ausprobieren. Wobei Jule auch recht spielen könnte. Ne? Ist nicht favorisiert, aber er könnte das auch. Ich habe da mit Dirk schon drüber diskutiert. Und ich glaube, letzte Woche auch mit Cedric. Nach der Hinrunde muss Brandt spielen. Er war besser als alle anderen offensiven Mittelfeldspieler. Er muss spielen. Am Ende wirst du aber deinen Capitano nicht auf die Bank setzen. Das ist das. Reus ist gesetzt. Selbst wenn Reus vielleicht... Ich meine, ich habe ihn gesehen. Ja, er ist schon wieder sehr weit. Aber ich glaube noch nicht, dass er ganz an sein Leistungsmaximum rangekommen ist. Er würde da Brandt persönlich auch noch einen Schritt vorsehen. Trotzdem, wenn Reus... Es kann doch am Ende nicht das Argument sein, es tut mir leid, es kann nicht am Ende das Argument sein, ja, er ist der Kapitän. Wenn andere besser spielen, dann muss der spielen, der besser ist. Weil du möchtest dein Spiel gewinnen. Brandt war ja auch deswegen besser, weil Reus gar nicht gespielt hat. Also solange er gespielt hat, war es ja okay bei Marco. Bis zu seiner Verletzung war er gut in der Saison drin. Das ist nämlich auch ein Punkt. Brandt muss, glaube ich, für sich das Gefühl haben, dass er spielt. Julian Brandt braucht ein gutes Gefühl, um auf dem Platz auch gut zu sein. Das ist auf jeden Fall so, ja. Deswegen, das ist halt auch so ein Faktor. Wenn du den dann wieder von der Bank bringst, da bin ich mir nicht sicher, ob das dann funktioniert. Ja, daher, wir haben doch gerade auch über den Kalender gesprochen. Also ne, mit irgendwie in den ersten 4 oder 5 Wochen mindestens 3 englische Wochen, da wird Marco Reus nicht 8-mal von Anfang an spielen. Da kannst du auch sicher sein. Aber ich glaube jetzt zum Auftakt gegen Augsburg... Wenn er spielfähig ist, dann wird er ihn von Anfang an bringen. Ja. Dann ist tatsächlich wirklich eher entscheidend, was macht er auf den Außen. Ich habe das Gefühl, er präferiert momentan so ein bisschen die Variante mit Malen und Adeyemi, um tatsächlich Tempo auf den Flügel zu haben. Da ist Julian Brandt jetzt nicht unbedingt derjenige, der die Linie rauf und runter rennt. Deswegen glaube ich eher, dass es darauf hinausläuft. Das ist aber doch wild. Also... Nicht, dass ich das in Frage stelle, aber im Endeffekt, sorry, wenn ich da so reingrätsche von der Seite. Wie am ist Montag, man ja nicht 6. Februar. Ja, da grätsche rein, aber von der Seite diesmal. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, ist,
Malen und Adeyemi haben eine Hinrunde zum Vergessen gespielt. Ja. Katastrophal schlecht. Ja. Du sagst mir, Brandt aktuell auch in einer guten Verfassung. Der Junge muss spielen. Es tut mir leid. System hin oder her. Deine besten Leute müssen spielen. Und Adeyemi, jetzt sage ich es ganz klar, Rotz gespielt. Ja. Daniel Malen, Rotz gespielt. Ja. Ich meine es nicht persönlich, liebe Leute, aber so können wir es ja einfach zusammenfassen. Die Leistung der beiden in der Hinrunde war eine absolute Katastrophe. Ja, hat dem BVB auch maximal gefehlt, ne? Ja, also die waren genau. beide nicht auf der Scorerliste gefüllt und deswegen hat jetzt dem BVB mir, viel, viel gefehlt. Der will Geschwindigkeit auf den Flügeln. Ja, die Geschwindigkeit hatte er ja auf den Flügeln auch schon in der Hinrunde, hat aber auch nichts gebracht. Die haben ja gespielt. Jo, du kannst sie ja jetzt nicht einfach anhand der ersten Hinrunde oder des aber, ersten Teils der Hinrunde woran, einfach außen vor lassen. Du hast ja jetzt ja, quasi. Außen vor lassen sage ich nicht, aber du woran würdest du sie denn bewerten? Anhand der Vorbereitung. Und da fandest du die beiden so überzeugend? Zumindest hat Adeyemi für mich einen sehr, sehr großen Schritt gemacht, hat gemerkt, oh hupala, wenn ich hier bei Borussia Dortmund spiele, dann habe ich nicht nur offensive Aufgaben. Bezeichnend war da wirklich so ein Sprint von hinten, von vorne rechts bis nach hinten links, um dann mit einer Grätsche den Ball noch abzufangen. Also ich glaube auch, dass was er gesagt hat in dem Interview, was jetzt letztens veröffentlicht wurde, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, möchte jetzt nichts Falsches sagen. Er hat gesagt, er hat am Anfang nicht so reingepasst, er hat sich vielleicht auch nicht so wohl gefühlt. Aber ich glaube, dass er in dem Prozess doch jetzt ein, zwei Schritte weiter ist. Und bin auch der Meinung, dass er durchaus Spiele braucht, jetzt nochmal, um sich zeigen zu können. Finde das richtig, dass er auf ihn setzt. Und ja, du sagst, die besten Leute müssen spielen. Da bin ich deiner Meinung. Aber wenn du am Ende merkst, dass du mit Reus und Brandt auf den Außen, wird jetzt nicht passieren, spielst, dann wird es ja auch nicht funktionieren. Nein, um Gottes Willen. Also, das muss ich natürlich also du auch kannst nicht, natürlich eine Sache machen. Brandt ist sicherlich jemand, den du auch mal auf rechts spielen lassen kannst. Aber links brauchst du dann trotzdem einen deiner beiden nicht ganz so heiß geliebten Spieler. Hm. Bei mir war Adeyemi draußen, der muss sich erstmal hinten anstellen. Also da kommt dann das eine zum anderen, die Attitüde, die ich dann manchmal sehe und die mir nicht gefällt, plus dass da sportlich wenig bei rumkommt, das würde mir nicht reichen. Da würde mir die Versprechung, dass er mir mit seinem Speed doch was geben kann, könnte, erstmal nicht reichen. Der müsste erstmal sich beweisen und da durch Einwechslung, durch halbstündige Einsätze, in denen er dann auch dann mal wirklich seine Power zeigt, dann wieder ranarbeiten müssen. Aber gleichzeitig sehe ich natürlich vollkommen zu Recht, was du sagst. Du hast mit Bellingham, Reus, Brandt hättest du dann drei nicht so wirklich schnelle Spieler. Dafür hättest du eine hohe Ballsicherheit. Da musst du eigentlich, wenn du alle drei spielen lassen möchtest, vom System wieder abweichen. Kannst du kein 4-1-4-1 spielen, dann musst du eigentlich einen Bellingham einen zurückziehen auf die 6, neben Özcan, neben Dahoud, wie auch immer man das dann gestaltet, damit du dann irgendwie mit Brandt und Reus vielleicht auch noch im Zentrum spielen kannst oder dann so ein verkapptes 4-3-3, wie auch immer. Da gibt es ja dann noch andere Möglichkeiten. Wer weiß, vielleicht überrascht Terzic ja auch und macht genau das. Das werden wir dann sehen, aber ich glaube, wenn er an diesem 4-1-4-1 festhält, werden wir nicht Bellingham, Reus und Brandt gleichzeitig in der Startelf sehen. Siehst du anders? Könnte sein. Also da wäre ich bei der Mischung zwischen euch, wenn ihr das ausprobiert habt, dieses System, und meint, die Mannschaft fühlt sich damit wohl, das hat er so gesagt. Und sie haben damit kurze Wege, ins Gegenpressing zu kommen. Sie haben damit kurze Wege, um Struktur zu finden, viel Orientierung an Nachbarmännern auf dem Platz, um eben auch kompakt zu spielen. Und dann hat Julian Brandt ja durchaus bewiesen, dass er inzwischen mehr als gelernt hat, wie man auch mal auf den Ball drauf stürmen kann und einen Gegenspieler mal unter Druck setzen kann, auch wenn er noch tief in der eigenen Hälfte kickt. Und dass man den nicht so unbedingt vorbeilaufen lassen muss, ohne ihm weh zu tun oder ohne, dass er den Körperkontakt auch mal spürt. Dann ist auch das Tempo egal. Also wenn du auf rechts außen Ball gewinnst, dann ist egal, ob du schnell rennen kannst oder nicht, dann hast du es eh nahe zum Tor. Könnte ich mir trotzdem vorstellen, ja. Und ja, Donny, schwierig. Hat jetzt über anderthalb Jahre eigentlich nicht das erfüllt und immer wieder auch Stirnrunzeln, Kopfschütteln hervorgerufen. Ich war mit in Asien, da hat er ein paar Mal gezeigt, was er eigentlich kann. Ich glaube, im Trainingslager hat er beispielsweise bei dem ersten Testspiel da erst 40 Minuten lang Grütze gespielt und einfachste Fehler gemacht. Drei Bälle einfach in Seiten ausgespielt. Ja, genau. Und dann machte er aber zwei, drei Einzelaktionen, die auch gegen Fortuna Düsseldorf dann durchaus herausragend sind. Ja. Und der hat natürlich auch eine echte Fackel am Fuß, wenn er den mal richtig gut trifft. Ja. Aber du hast schon recht, das muss er natürlich auch mal konstant über mehrere Spiele zeigen. Ja.
Aber auch da ist es dann wieder eine Frage der Alternativen. Natürlich wird man da, glaube ich, aus Dortmunder Fansicht einen Jamie Bynoe-Gittens sehen, aber nach der langen Ausfallzeit wird der Integrationsprozess einfach noch ein bisschen dauern. Ja. Und man kann den Jungen auch nicht so verheizen jetzt quasi und ihn Woche für Woche da reinschmeißen und alle Hoffnung auf ihn dann setzen. Das ist, glaube ich, zu viel Last dann für so einen jungen Spieler. Halten wir fest, trotz vieler Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht genügend Flügelspieler. Richtig. Oder reine Flügelspieler. Ja, das ist ein großes Problem. Das haben wir auch in der Hinrunde schon häufig diskutiert. Klar, Jamie Bynoe-Gittens, der vor allem nach seiner Einwechslung beim Spiel in Freiburg eine tolle Leistung gezeigt hat, der war dann relativ schnell raus mit dieser Schulterverletzung. Von dem verspreche ich mir einiges. Also deswegen möchte ich nochmal für einen 3-5-2 plädieren. Edin, falls du das hier siehst. Das ist ein super System. Das kommt einigen also, Vorzügen der Spieler entgegen. Also ich glaube wirklich, du hast drei perfekte Innenverteidiger dafür. Du kannst es mit Hummels im Zentrum spielen, der ein bisschen tiefer steht, Schlotterbeck auf links, Süle auf rechts. Bist da mit dem Spielaufbau sehr flexibel. Total stark, hast wirklich drei Jungs da hinten, die das total ordentlich sauber da hinten rausspielen können. Du hast einen Rafael Guerrero, der es über links offensiv herausragend machen kann, der sich dann auch ein bisschen ausruhen darf da vorne. Jetzt nicht unbedingt muss, aber er kann mal diese das macht er dann Ausflüge. Das wird er auch daran tun. Musst du nicht erinnern, das macht er freiwillig. Wenn du dann noch einen Riasson jetzt auf rechts hast, dann hast du eine wunderschöne Fünferkette, wie ich finde. Du kannst dann mit drei im Zentrum spielen. Kannst also einem Sechser und zwei davor. Einem Sechser, Achter, Zehner, wie auch immer du es dann aufteilen möchtest. Dann hättest du mit Özcan oder Dahoud, je nachdem, wie du es gestalten möchtest, ob eher kämpferisch angelegt oder ein bisschen spielerischer. Ich würde jetzt erstmal sagen, in der Grundkonstellation setzt du vielleicht erstmal auf die sichere Variante mit Özcan als Abräumer. Ja, und dann hast du einen Bellingham, der dann so zwischen diesen Räumen agieren kann. Und dann muss man mal sehen, ob man dann Reus, Brandt dazustellt. Ja, und vorne versuchst du es vielleicht auch mal mit Moukoko und Donny Malen. Weil Donny Malen für mich auch bei Eindhoven die stärksten Spiele vorne im Zentrum gemacht hat, immer wieder auch betont hat, dass er sich eigentlich im Zentrum wohler fühlt, dass er viel kleines Spielklatsch mag und dann er auch eben gut zum Abschluss kommt. Also das wäre sicherlich mal eine interessante Variante oder dann eben auch, sofern er bereit ist für einige Minuten, das dann mit Haller zu spielen. Perspektive auf jeden Fall. Und sowohl Adeyemi als auch Malen hatten in der Saison, bevor sie nach Dortmund kamen, beide in einem Zweispitzensystem ihre Qualitäten. Genau. Und ja, bei Malen unter Marco Rose damals noch sollte das ja eigentlich auch so laufen, eigentlich so laufen. Hat dann aber nicht wirklich funktioniert, beziehungsweise das kam dann zu selten in die Umsetzung. Ja, und also ne, Reus kann dann 9,5 spielen sogar, könnte wenn man möchte. Könnte er auch genau, nehmen, Moukoko. Genau, Moukoko dann könntest du mit Brandt, Bellingham und ja, Reus knapp hinter Haller oder sowas da. Das wäre fast eine Idealbesetzung dann in der Kombination. Ja. Also, wir haben es entschlüsselt. So läuft's. So wird Dortmund Meister. Ja. Ja, gut, alles klar. Von völlig unrealistischen Prognosen kommen wir jetzt zurück in die Realität mit den Kollegen Kevin Pinne und Jürgen Korst, die jetzt, glaube ich, fünf Minuten einfach miteinander diskutiert haben, fantastisch. So stelle ich mir das vor. Für mich quasi ein arbeitsfreier Tag. Ja, für uns auch. Ja. Mhm. Ja. Dann ziehen wir das Ganze künstlich gerne noch ein bisschen in die Länge mit den nächsten Hörerfragen. Wie seht ihr im Moment das Team hinter dem Team aufgestellt? Von Strategiezirkel, Scouting bis Co-Trainerwechsel war in den letzten Monaten einiges los. Für mich sind zum Beispiel Addo und Forsyth wichtige Pfeiler. Ja, das ist das, was Sebastian Kehl, glaube ich, auch sich groß auf die Fahnen geschrieben hat. Alle vermeintlichen Randaspekte, das Ganze drumherum ums Team zu optimieren, mit bestmöglichen Leuten zu besetzen. Das Tückische daran ist, dass man es nicht immer direkt im Erfolg sieht oder im Aktuellen sieht, sondern manchmal auch erst perspektivisch und mittel- und langfristig. Philipp Laux will ich dann noch mit reinnehmen, den du eben schon angesprochen hast, da als ist mehr als ein überragender Torwart. Und auch ein guter Typ, der einigen Spielern sichtlich hilft und geholfen hat in der Vergangenheit. Er ist ungefähr seit der Corona-Zeit da dabei und immer mehr dabei. Den würde ich dann noch mit nennen. Otto hat bestimmt eine wichtige Rolle gespielt für den einen oder anderen von den jungen Spielern. Forsyth, ja, mit in Klammern noch, denn es ist für die hochsensiblen Profifußballerbeine, glaube ich, jetzt inzwischen schwierig gewesen, den dritten oder vierten Athletikcoach
in kürzester Zeit zu haben, weil es einfach immer noch mal was anderes ist. Anderer Fußball, eine andere Belastung bedeutet, von Favre über Rose zu Terzic, andere Athletik-Coaches nochmal andere Schwerpunkte legen und da reagieren die halt mal sensibel und gereizt, ne? Und dann reißt mal eine Muskelfaser, wobei wir davon relativ wenig hatten in der Hinrunde, da fangen wir plötzlich Schulter, warum auch immer. Aber das muss ich dauerhaft erweisen, aber ich glaube, dass Borussia Dortmund schon zu den fitteren Mannschaften gehört hat und da wieder hinkommen wird und das auch sich in der Rückrunde noch auszahlen wird und diese kleinen Optimierungen an vermeintlichen Randaspekten sind, glaube ich, hochgradig wichtig, weil es eben in diesem Megamillionengeschäft dann auch darum geht, wirklich alles auszureizen, was du an Potenzial noch irgendwo hast liegen lassen. Ja, ist gut. Und der Strategiezirkel, eine engere Verzahnung zwischen Profis und den ganzen U-Mannschaften, wirklich mehr im Gespräch miteinander zu sein. Das Scouting ist ja auch nochmal ein bisschen verändert worden, nachdem der Chefscout ja gegangen ist im Sommer. Da kommt vieles zusammen, dessen Tragweite, dessen Ergebnisse man nicht im nächsten Heimspiel gegen den FC Augsburg sieht, aber vielleicht mittel- und langfristig, wie ja zum Beispiel auch bei Özcan oder Riasson eine Verpflichtung von Spielern, wo man jetzt nicht gleich vom Stuhl fällt, aber wenn man genauer hinschaut, denkt man, okay, das ist jemand, der der Mannschaft mit den Qualitäten, die er einbringen kann, gut tut. Der wird keine zwei Gegenspieler mit einem Tunnel nass machen. Das wird das ganze Jahr nicht vorkommen. Aber er bringt vielleicht an einer anderen Stelle was ein, was sonst gefehlt hätte. Wenn man sich, das finde ich immer sehr entscheidend, wenn man sich die erfolgreichen Jahre von Borussia Dortmund aber auch anschaut, hatte man gar nicht so viele Spieler, die die Gegenspieler da irgendwie am Ring durch die Manege gezogen haben, sondern die eben durch andere Aspekte dann ins Spiel gefunden haben und erfolgreich waren. Deswegen finde ich es eigentlich gut, dass man diesen Schritt gemacht hat, dass man Leute wie Özcan verpflichtet, wie auch jetzt ein Riasson und da dann versucht, jetzt ein neues Standing auch aufzubauen, Spieler zu holen, die Bock auf das Projekt Borussia Dortmund haben und es vielleicht nicht unbedingt nur als nächsten Zwischenschritt sehen. Und ja, auch dann eben langfristig zu planen mit so entscheidenden Positionen wie von Otto Addo, wie auch von Forsyth. Es ist wirklich bewundernswert, mit wie viel Elan er an diese Sache rangeht, das auch dann zu sehen am Trainingsplatz jetzt in Marbella, wie akribisch er dann auch die einzelnen Daten sich immer wieder anschaut, guckt, wer braucht nach dieser Einheit doch noch zwei, drei lange Sprints, bei wem reicht's jetzt, wen nimmt er vielleicht auch 5 Minuten eher aus dem Training tatsächlich, sagt dann Terzic auch so, hier, bei Mats reicht's jetzt für heute. Habe ich vorher in der Art noch nicht so krass gesehen. Gut, jetzt bin ich auch noch nicht so lange dabei. Finde ich aber echt sehr, sehr interessant, was da passiert. Ja, also der gläserne Profi, ne? Da ja, kann man nur Daten rausziehen und gewinnen mit Performance-Analyse, die der BVB auch intensiv betreibt, etc. Kann ich auch jedem nur die Amazon-Doku über Arsenal London empfehlen. Da spielt Arsenal London. Chad Forster ist auch noch eine große Rolle. Arsenal London. Sehr interessant. Das ist wie Sporting Lissabon. Mhm. Ja, da muss ich klug scheißen an der Stelle. Das geht leider nicht anders. FC Arsenal, Sporting Club de Portugal. Irgendwann mal geschrieben, glaube ich. Geht's weiter? 111 Klugscheißer ein oder sowas. Ja, das habe ich häufiger geschrieben, das Buch. Weil da habe ich mehr als 111 verkauft. Wisst ihr, wie das heißt, wenn ein Buch nicht mehr verkauft wird, was dann mit dem Buch gemacht wird? Altpapier? Nee, das wird verramscht. Ja, richtig. Es wird verramscht. Für 2,99 Euro. Skat. So weit sind wir schon bei dir? Auf dem Wühltisch dann. Nee, tatsächlich nicht. Mein erstes BVB-Buch ist vergriffen. Gibt es jetzt nicht mehr. So viel zu dem Thema. Auflage 10? 10.000. 10.000, guck mal. Immerhin. Ja. Immerhin. Willst du auch mal ein Buch schreiben? Nein, das habe ich dir schon mal gefreut. Und du, Jürgen? Ja, selbstverständlich. Was wäre dein Thema? Keine Ahnung. Aber würde ich mal reizen? Ich bin nicht so der für die mega langfristigen Projekte, aber ja, durchaus. Ja. Über das Arbeiten mit Kollegen, die immer klug scheißen wahrscheinlich. Oder lieber Kevin Pinnow? Nein. Schreibst du meine Biografie? Schreib doch nicht über Kollegen. Deine Biografie? Ich glaube, es hakt. Als mein eigener Ghostwriter wahrscheinlich. Zwischenstopp in Dortmund auf dem Weg nach Katowice? Leider nein. Da würde ich aber gerne hin. Da spielt die deutsche Handballnationalmannschaft gerade. Ja. Donnerstagabend wieder. Die sind weiter, ne? Donnerstagabend gegen Argentinien. Habe ich auch gehört, dass die weiter sind. Die sind weiter, ja, ist richtig. Ich habe nicht viel verpasst. Also kommen die gewinnen drei Spiele, aber drei Siege, oder? Ja, drei Spiele, drei Siege. Guck mal, gegen Serbien, gegen Algerien. Ja. Oh, das eine Land ist so präsent Katar. Gewesen. Ja, richtig. Erster Spieltag. Weiß ich doch. Experte. Ja. Mhm.
Wann spielen die BVB-Handballerinnen das nächste Mal, Kevin, wenn du schon so im Handballthema drin bist? Weiß ich nicht. Ich habe nur gehört, dass die Kapitänin die Mannschaft verlässt. Ja, ist korrekt. Du kannst jetzt exklusiv verraten, wo sie hinwechselt. Könnte ich, aber mache ich nicht. Ja, ich könnte den Namen jetzt aber auch nicht aussprechen, deswegen habe ich Kapitänin gesagt. Ach so. Zaporozhye? Nein. Nein. Sag mal. Greisels. Ach so, ist ja doch einfacher. Ja, ist einfacher, ja. Die spielen am Wochenende in Besançon in Frankreich. Lass mich raten, man kann dich irgendwo hören. Ja, kann man, ja, kann man. Ich bin sehr gespannt. Ein Sieg, eine Niederlage, ne? Ja, in der European League bislang. Am Wochenende waren wir in Sjöfog am Plattensee. War geil. Habe ich mit Dirk auch schon drüber gesprochen. Das war nicht schlecht, muss ich sagen. Warst du schon mal am Plattensee? Du auch nicht? Wart ihr schon mal in Ungarn? Da muss ich tatsächlich kurz überlegen. Ich fürchte es nicht. Budapest kann ich auch für einen City-Trip sehr empfehlen. Mhm. Sehr schöne Stadt, ja. Auf jeden Fall. Ja. Lohnt sich. Hier wird nämlich nochmal gefragt, und das war die eigentliche Frage. Ach so. Ansonsten folgende Frage. Erwartet ihr noch Abgänge bis zum Transferschluss? Ja, kann schon sein, dass sich noch was tut. Ne? Also wenn der BVB noch einen guten Zugriff bekommt auf eine Rakete für linksaußen zum Beispiel oder rechtsaußen, wäre das denkbar, da noch zuzugreifen? Abgänge war die Frage. Ja, ja. Und gleichzeitig Abgänge. ja, schon. Klugscheißer, was soll das? Ich wollte jetzt nicht, dass er abdriftet irgendwie. Drei Leute, vier Meinungen. Jeder moderiert hier durcheinander. Ist ja offensichtlich, ne? Zum Beispiel ein Felix Passlack, den man dann nennen muss, dessen Vertrag, das ist klar kommuniziert, wird nicht verlängert, der läuft im Sommer aus, er hat in der ersten Saisonhälfte schon kaum gespielt, jetzt bekommt er noch einen Konkurrenten vor die Nase gesetzt, das wird also nicht mehr werden, wenn der jetzt in der Bundesliga sich einen Verein sucht. Vielleicht einen, wo gerade einer weggegangen ist, der links und rechts gut verteidigen kann, dann wird das sicherlich machbar sein, das ist allerdings auch, ja, ne, bei dem überschaubaren Gehalt oder der überschaubaren Ablösesumme, die dann irgendwie einzustreichen wäre. Jetzt keine weltbewegende Geschichte monetär, aber grundsätzlich ist der Kader natürlich zu groß mit hoch in die 20, fast 30 Spielern. Da sind ein paar übrig, wenn man bedenkt, dass man ja Leute wie Felix Passlack, Nico Schulz eigentlich mit durchzieht, ohne dass sie Wesentliches beitragen können oder sollen oder dürfen zum mannschaftlichen Erfolg außerhalb vom Training. Dann ist es schon luxuriös, wenn man sieht, was man da an Gehalt noch trotzdem raushauen kann und muss. Ja, Marius Wolf oder Thorgan Hazard, keine Ahnung. Es ist gut, die zu haben, man braucht sie aber nicht zwingend. Ne? Also hier und da denkst du, man wäre gesprächsbereit, wenn da entsprechende Dinge reinflattern. Wobei, bei Wolf, da ist man doch jetzt einigermaßen zufrieden seit geraumer Zeit. Zufrieden, klar, aber brauchst du ihn zwingend im Kader? Du hast in der Rückrunde, selbst wenn du im DFB-Pokal weit kommst und in der Champions League noch eine Runde weiter, hast du 4, 5 Spiele weniger als in der Hinrunde schon über einen längeren Zeitraum. Also ich sehe die Einsatzchancen bei ihm jetzt nicht so groß. Mhm. Und Toni Modest kannst du natürlich gleich wieder abgeben jetzt eigentlich. Wird nicht passieren, aber... Wer weiß, wenn die Chinesen nochmal mit dem großen Geld... Hat er gesagt, macht er nicht nochmal. Macht er nicht nochmal? Ich glaube, er hat gesagt, macht er nicht nochmal. Und der FC hat jetzt ja Davy Selke. Seine Nummer ist auch vergeben. Das wird nichts mehr. Ja, gut. No way back. Hier wird nochmal gefragt zum Neuzugang Reason. Das haben wir eben schon sehr ausführlich diskutiert. Ist an den Gerüchten um Anthony Elanga von Man United etwas dran? Ja, kennt der BVB, ist ein interessanter Spieler. Ob es klappt, ist fraglich. Da hängen dann viele verschiedene Facetten und Komponenten mit dran. Ich würde mal sagen, eher nicht, weil... Podcast-Granaten. Ich würde einfach von dir nochmal unterbrochen. Ich wusste nicht, dass du noch weiter ausführen wolltest. Schaust du mich? Also, er hat natürlich einen gewissen Marktwert, Elanga, und United braucht ihn nicht. Können ihn natürlich jetzt irgendwie ein halbes Jahr oder anderthalb Jahre woanders parken, in der Hoffnung, dass er sich entwickelt und dann entweder für Manchester eine Option wird oder noch im Marktwert steigt. Oder sie nehmen jetzt oder im Sommer die 20, 25 Millionen oder was, die ja laut Transfermarkt wert sein sollen, mit, weil irgendein Engländer sie bestimmt bezahlt. Und noch mehr wahrscheinlich. Ja. Und dann kann der BVB natürlich viel werben und sagen, wir könnten aber hier schön so und so weitermachen, aber entweder macht United jetzt Kasse oder im Sommer. Und dann kann Dortmund erzählen, was sie wollen. Also jetzt die Frage von Frank. Moin, ihr Granaten. Nee, das da oben von einem anderen. Der schreibt, moin, ihr Podcast-Granaten. Die Spekulationen um eine Reus-Zukunft häufen sich. Ich finde die Strategie des BVB richtig abzuwarten. Zudem spielt der Nachfolger mit Brandt quasi schon beim BVB. Wie seht ihr das?
ein Ende mit Schrecken oder ein Schrecken ohne Ende? Also die ganze Thematik entspannt anzugehen, ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. Ich kann natürlich verstehen, dass Marco Reus jetzt zusammen mit seinem Berater da so ein bisschen pokert, auch Dinge wie Saudi-Arabien nicht gänzlich ausschließt. Man möchte natürlich noch die ein oder andere Mark mit dem nächsten Vertrag bei Borussia Dortmund vermutlich verdienen. Deswegen ist das wahrscheinlich auch legitim, das so zu tun. Trotzdem muss man ja nur mal darüber nachdenken. Marco Reus in Saudi-Arabien, das kann ich mir nicht ganz so gut vorstellen. Auch jetzt, dass er generell nochmal so einen Schritt macht. Ich glaube, er ist hier so verwurzelt und wird sich am Ende auch mit Borussia Dortmund einigen. Aber dass man natürlich auch aus Dortmunder Sicht sagt, wir müssen das leistungsbezogener machen, ist auch ganz klar. Er hat jetzt wieder fast die Hälfte der Hinrunde gefehlt, wenn nicht sogar so ein bisschen länger. Mhm. Passiert dir das nochmal im nächsten Jahr, hast du die Millionen mehr oder weniger verbrannt. Deswegen kann man beide Seiten, glaube ich, verstehen, so wie es aktuell vorangeht. Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass sie am Ende zueinander finden werden. Ja, das bin ich auch. Und ich würde es auch für klug halten und für richtig halten. Und gleichzeitig muss sich auch der langjährige Kapitän und das Aushängeschild des Vereins in vielen, vielen Bereichen ja auch dem gesamten Gefüge irgendwie auch ein- und unterordnen. Und wenn es eben ab Sommer 2022 stark leistungsbezogene Verträge gibt oder deutlich mehr Wert darauf gelegt wird, dann gilt das auch für ihn. Ich glaube, er hat in der Vergangenheit sehr, sehr viel Geld bei Borussia Dortmund verdient und kann dann auch noch ein Jahr vielleicht mit einer 1 oder 2 Millionen weniger ganz gut aushalten. Die Frage ist, und da wird es dann ein bisschen grundsätzlicher, ein guter Hummels und ein guter Reus sind eigentlich aus dieser Mannschaft nicht wegzudenken, wären noch Stammspieler. Aber wenn du wirklich generell was ändern willst und diesen Umbruch dann auch wirklich fortschreiben willst, gibst du denen noch das Jahr oder sagst du, wir müssen jetzt mal wirklich alte Zöpfe abschneiden und machen mal ganz anders, weil wir eben aus dieser Spirale von enttäuschten Erwartungen und wir liefern nicht das, was wir wollen und wir haben irgendwie manchmal nicht den Zug in der Mannschaft im Training und wir haben dann immer wieder zu viele Ausreden und irgendwie nicht das Teamgefühl, nicht diesen Spirit in der Mannschaft, um was Großes zu reißen. Vielleicht auch mal an anderer Stelle nicht diesen Hunger und diese Bereitschaft, sich auch mal weh zu tun. Also, dann musst du natürlich sagen, ja. Boah, das wäre ein harter Cut, aber vielleicht musst du auch sagen, beides gute Jungs, können wir auch gar nicht so schnell ersetzen, aber wenn wir es ernst meinen mit BVB neu, dann musst du vielleicht beiden sagen. Oh, jetzt grätscht Kevin Pinnow auch noch rein, bevor ich zu Wort komme. Bitte. Sie als Identifikationsfigur aber weiter im Verein zu haben, finde ich sehr, sehr wichtig. Die Frage ist, mit was würden Sie sich zufrieden geben? Und damit meine ich nicht die wirtschaftlichen Aspekte, sondern wie viel Spielzeit wollen Sie unbedingt noch in der kommenden Saison haben? Marco Reus kann sich nicht einfach nur darauf berufen, ich bin jetzt 10,5 Jahre im Club, ich muss immer von Anfang an spielen, haben wir ja gerade schon darüber diskutiert. Gibt es bessere, müssen die spielen. Ja. Wenn sich ein Hummels und auch Reus dazu bereit erklären würden, auch mal ins zweite Glied zu rutschen und die Mannschaft hinten aber auch noch mitzuführen in der Kabine auf dem Trainingsplatz, dann ist das, glaube ich, auch für den fortschreitenden Prozess dieses Umbruchs sehr, sehr wichtig. Deswegen glaube ich, ein Jahr wird allen Beteiligten noch gut tun, sofern die beiden bereit dazu wären, eben da noch Abstriche zu machen. Wir werden nicht jede Woche 90 Minuten auf dem Platz stehen. Ja, also bei Mats Hummels kann ich mir das noch mehr vorstellen, weil er einfach auch der Typ ist, der seine Mitspieler auch verbal besser macht quasi, der sie mitcoacht und anführt. Bei Marco ist es ja eher durchs Spielerische, Fußballerische und mehr so ein stiller Anführer. Und bei Mats, ja. Aber dann müssen sie auch alle einig sein und eben die Klarheit haben in der Mannschaft, wie es weitergeht. Und ja, wenn du überlegst, Reus, Hummels, ein Emre Can, der vielleicht im Sommer den Club verlässt. Es sind schon 3 aus dem Mannschaftsrat, die irgendwie zentrale Figuren sind. Niklas Süle ist ein erfahrener und hochwertiger Spieler, aber jetzt als Typ, glaube ich, nicht der geborene Leader, würde ich mal sagen. Dann verlierst du vielleicht einen Jude Bellingham, was ja nicht ausgeschlossen ist. Dann bist du aber auch schon bei Kobel Schlotterbeck. Eben, und dann ist die Frage, kannst du es dir erlauben, die beiden dann noch vor die Tür zu setzen? Ja. Oder musst du sie im Verein halten, um sie auch als Magnet für andere Spieler irgendwie im Kader zu haben? Mhm. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannender Prozess. Da wird sich auch Sebastian Kehl, glaube ich, in allen Facetten dann Gedanken drüber machen. Aber ja, bis 25 irgendwie die beiden nochmal, wo sind wir jetzt? 23 bis 24 dann, die noch im Kader zu haben. Ich glaube, das ist wichtig. Frage dazu noch abschließend.
Ihr müsst euch entscheiden, bitte nur den Namen nennen, wenn ihr einen alten Zopf abschneiden müsst. Hummels oder Reus, Jürgen? Welchen nicht abschneiden? Eine von beiden? Dann würde ich eher Reus abschneiden. Kevin? Reus. Okay, ich auch. Dann wäre das geklärt. Nächste Frage. Sind die Stellen technischer Direktor und Leiter Lizenzspielerabteilung jetzt eigentlich neu besetzt worden oder macht Sebastian Kehl das alles in Personalunion? Alles in Personalunion, aktuell. Ich glaube, er möchte diese Stellen sehr gerne besetzen, hat das im Kicker jetzt auch nochmal bestätigt. Da nimmt man sich aber etwas Zeit, die entsprechenden Kandidaten auch zu sondieren und dann ja, gegebenenfalls zu entscheiden. Da ist auf jeden Fall geplant, die Stellen wieder zu besetzen. Dennis schreibt, erneut schöne Grüße aus Griechenland. Es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Kein Urlaub, sondern vor 20 Jahren auf die schöne Insel Zakynthos ausgerollt. Boah. Das wirft eine Vorgeplänkelfrage auf, da ihr ja auch viele Länder bereist. Wo würde es euch hinziehen oder zu sehr verwurzelt? Wo es mich hinziehen würde? Ja. Auswanderung. Oder bist du zu sehr verwurzelt? Ja, in südliche Afrika ganz bestimmt. Wann soll ich packen? Oh, okay. Und du? Wenn ich auswandern würde, Mexiko. Bist du in Mexiko schon mal gewesen? Ja. Na gut, das kann ja sein, dass man das so toll findet, nein, aber noch nie war da gewesen. Ich war schon mal da. Ich frage besser mal nach. Deswegen. Ich war schon mal da. Okay, ist dir nicht zu warm? Nee. Luftfeuchtigkeit? Ja, liebe Wärme. Okay. Du warst aber schon mal im südlichen Afrika, das weiß ich. Mhm. Von daher. Aber Mexiko noch nicht. Ich bin schon mal ausgewandert. Nicht für dauerhaft, für immer, aber von daher muss ich die Frage jetzt auch noch beantworten. Niederlande könnte ich mir ganz gut vorstellen, weil die alle so tiefenentspannt sind da. Oh. Das finde ich ganz gut. Holländer sind ein entspanntes Völkchen. Ja, das ist wirklich so. Keine Frage, aber dickes Lob an den tollsten Podcast. Das freut uns natürlich. Hier wird nochmal nach Jadon Sancho gefragt. Ja, der hat, glaube ich, gerade andere Sorgen. Das ist ungefähr sowas hier. Forget it. Das ist eine Ente. Eine Ente. Ja, sehr schön. Abgabenseite wird noch nachgefragt. Hatten wir eben schon. Oh, jetzt ist der Tweet wieder weg. Jetzt muss ich da nochmal draufklicken. Sollen wir irgendwie eine Überleitung machen oder die zwischenzeitigen überbrücken? Sagt es noch. Nein. Das passt schon. Hast du nochmal ein Buch geschrieben eigentlich? Ja, das Neue von dem Alten ist jetzt raus. Deswegen ist das Alte ja vergriffen. Wir machen das so wie in den Bushaltestellen. An dieser Stelle könnte Ihre Werbung stehen. Ja, genau. Machen wir noch Werbung fürs RN Plus Abo. 3 Monate gerade. Schnupper-Abo. RN Plus bei den Ruhrnachrichten. Alles lesen, was wir hier mit den ganzen Kollegen im Haus so. Für wie viel? 3 Euro. 3 Euro für 3 Monate? Das ist aber ein Spottpreis. Das ist eine Einladung. Da würde ich auch zuschlagen. Und nicht nur BVB. Einmal tutti kompletti alles. Einmal einfach reinschnuppern, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie cool das ist, was hier im ganzen Haus und in den angeschlossenen Häusern so produziert wird. Hat deine Frau schon ein Abo? Wir kriegen die Printzeitung nach Hause. Oh, stark. Zahlt ihr auch für? Ja, selbstverständlich. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Aber jetzt nicht den Vollpreis. Also wir kriegen natürlich rabattiertes Angebot. Achso, deine Frau arbeitet bei den Ruhrnachrichten, oder was? Ich beziehe die. Aha. Aber sie liest die natürlich fast. Ah, okay, verstehe. Und du, Jürgen, hat deine Frau ein RN Plus Abo BVB-Bereich? Nein, das habe ich doch. Hast du denn eins? Ja, ich arbeite ja auch mit. Ach so, wann? Einmal die Woche. Ach so. Ja. Also von daher ist in Ordnung. Ja, aber wir haben es aber nur digital, weil tatsächlich. Also der ist nachhaltiger. Ja, ist nachhaltiger und im Zweifel kämen sie erst mit der Post, sprich gegen Mittag. Und dann ist die Zeitung längst gelesen. Wieso versteht Ingo Preuß es nicht, dass die U23 einen Selbstzweck hat? Es geht eigentlich um Talenteentwicklung. Dann ist es auch egal, ob man Regionalliga oder Dritte Liga spielt. Sollte euch von den Ruhrnachrichten doch egal sein, ob manche hier die U23 interessant finden oder nicht, schreibt Mergim noch. Da antworten aber gerne mal die Kollegen drauf auf so eine kurz zurückspulen. Da antworten die Kollegen doch gerne mal drauf auf so eine Frage. Bitte. Ja, ich habe dieser Tage mal eine Aufstellung gelesen, wie viele Spieler in der U23 schon irgendwie kurz vor 23 sind und wie wenige tatsächlich aus dem eigenen U-Bereich inzwischen aktuell dabei sind. Das sollte anders sein. Und da kommt es dann ja irgendwann zu dieser, ich würde fast sagen, Gretchenfrage. Dritte Liga ist natürlich optimal für Talente, die es nach oben schaffen sollen als Zwischenschritt. Aber in der dritten Liga ist natürlich auch die Anforderung ans Niveau schon so hoch, dass es offensichtlich nicht allen gelingt. Ne? So Spieler wie Gökten Göpitz, Sumi Koulibaly,
die da Kamara, die da regelmäßig spielen könnten, einfach um in der dritten Liga Schwung aufzunehmen, wie das ja vielleicht das große Vorbild Holland auch macht mit seinen zweiten Mannschaften, die in der zweiten Liga da spielen, mit ihren U-Mannschaften und da eben auf hohem Niveau Wettkampfpraxis sammeln. Aber offensichtlich sind die entweder die Dortmunder Talente nicht gut genug oder der BVB muss sich entscheiden, doch eine Liga tiefer zu gehen, wo es vielleicht eher klappen würde. Dann ist man aber noch weiter weg von Champions League Fußball und aus diesem Spagat müsste man irgendwie rauskommen. Also der beste Weg wäre natürlich die Nachwuchsspieler, die ja jedes Jahr mit einer Handvoll, würde ich sagen, aus der U19 hochgehen in die U23, aber dann nach dem ersten Jahr in der U23 meist weg sind, weil sie es dann eben dort nicht schaffen und woanders landen. Also ist, ja, auf dem Reißbrett wäre das, glaube ich, besser darstellbar. In der Realität sieht man gerade, ist nicht immer so leicht. Du schaffst es halt auch nicht mit 22 Talenten da irgendwie zu bestehen. Ne? Also dann könnte sich vielleicht der eine oder andere individuell entwickeln, aber als Mannschaft wirst du dann relativ schnell auch um den Abstieg spielen. Okay, tust du jetzt auch. Aber ja, das wird so leicht dann nicht funktionieren. Die Frage ist, ob es in der Regionalliga dann deutlich besser ist, auch für junge Spieler. Oder ob der Schritt dann vielleicht auch von der U19 Bundesliga in die dritte Liga dann einfach auch noch zu groß ist. Glaube ich, eine sehr schwere Gemengelage. Ja, aber natürlich wäre es ne, die Idealkonstellation. Es kommen jedes Jahr 3, 4, 5 aus der U19 hoch, werden Stammspieler in U23 und dürfen regelmäßig mal oben mittrainieren und mal ein paar Minuten sammeln. Fakt ist aber, dass ja auch diese U23 fast jedes Jahr ein komplett neues Gesicht bekommt. Und ja, ist ein schwieriger Markt. Bei Borussia Dortmund können diese Spieler, das wissen sie auch, unter Top-Bedingungen trainieren und spielen. Also das wünschen sich die meisten Drittligisten für ihre erste Mannschaft, was der BVB für seine zweite davor hält, einfach an grundsätzlichen Bedingungen. Und es ist halt eine gute Bühne, sich zu empfehlen. Dann sind die Guten sind dann auch irgendwann wieder weg. Und ne, man sieht es ja auch, selbst bis in die zweite Liga, teilweise in der ersten Liga, jede Menge Leute, die bei BVB ausgebildet wurden. Aber die spielen dann halt nicht in Dortmund U23, sondern in Bremen, Heidenheim oder sonst wo. Machen manchmal auch gar nicht den Zwischenschritt, ne? Wir entscheiden sich dann direkt nach der A-Jugend, nach U19 dann eben was Neues zu machen. Ja. Oder hängt einer in der Luft? Wir haben jetzt gerade auch 2, 3 Kandidaten, ne? Die dann in der Youth League noch U19 spielen dürfen zum Beispiel, ne? Also international. Und dann in der U23 nicht so richtig zurechtkommen, dann in die U19 reingeworfen werden, da aber auch mit denen irgendwie selten trainiert und gar nicht gespielt haben und sich dann da auch nicht zurechtfinden. Und dann ist es ein wirklich schwieriges Jahr in diesem eh schon komplizierten Übergang zum Seniorenbereich. Letzte Frage, die kommt von Wolfgang, unserem Hörer aus dem Kreuzviertel. Ich habe es hier schon mal behauptet, irgendwann wird Gregor Kobel bei den Bayern auflaufen als Nachfolger von Manuel Neuer. Gibt es auf Dortmunder Seite da eine Schmerzgrenze, vielleicht 80 bis 100 Millionen? Die gibt es ja bekanntlich auch bei Bellingham. Eure Meinung dazu? Ich glaube, der Bellingham-Abgang ist deutlich wahrscheinlicher im kommenden Sommer als der von Gregor Kobel. Deswegen wird man sich da noch nicht die Riesengedanken drum gemacht haben. Natürlich weiß man, dass man da jemanden verpflichtet hat, der irgendwann auch andere Vereine auf den Radar rufen wird. Und dass Bayern da zumindest mal die Fühler ausstreckt zu einem Torwart, in Richtung eines Torwarts, der 25 Jahre alt ist, der jetzt eine WM gespielt hat. Zwar nur ein Spiel, aber auch da dann vermutlich auf lange Sicht Jan Sommer irgendwann verdrängen wird. Ein Riesenentwicklungspotenzial hat, der vor allem auch sehr kluge Schritte gemacht hat im Laufe seiner noch jungen Karriere, der dann auch gesagt hat, ja, ich gehe jetzt nochmal nach Hoffenheim und ich gehe auf jeden Fall zum VfB Stuttgart, obwohl ich da aufsteigen muss mit dem VfB. Ne? Also auch der sich Drucksituationen ausgesetzt hat. Und der bringt natürlich ein Riesenpaket einfach mit. Hätte mich jetzt gewundert, wenn die Bayern nicht irgendwann auf ihn aufmerksam geworden wären, beziehungsweise es wahrscheinlich auch schon vorher geworden sind. Vielleicht ihm da noch nicht so die Perspektive bieten konnten. Aber ich glaube, so den richtigen Preisstempel gibt es jetzt noch nicht für ihn, oder? Nein, ist auch aktuell nicht zum Verkauf quasi. Ich glaube, die Bayern holen jetzt erstmal Jan Sommer und sind dann erstmal safe für eine gewisse Zeit wieder und dann brauchen sie ja eh eine Perspektive für den neuen Neuer. Ob das aber ich glaube, darum geht's. Ja, genau. Ob das dann Kobel ist oder ob der aus Deutschland dann vielleicht irgendwann mal nach England wechseln würde, weiß ich nicht. Beim BVB ist er fix eingeplant und das nicht nur als Stammtorwart, sondern auch als einer der Führungsspieler, weil er eben diese Gewinnermentalität vorlebt. Da bahnt sich doch irgendwie schon wieder was an. Na gut. Folgt bitte allen. Vor allem Jürgen Kors bei Twitter. Und das könnt ihr tun unter @JürgenKors. Ihr könnt Kevin Pinnow folgen unter @KevinPinnow und mir unter @SaschaStaat. So einfach ist das. Ihr könnt mir neuerdings auch auf Instagram folgen, weil ich habe jetzt meine Seite geöffnet. Hast du geöffnet? Ich bin jetzt mit einem, wie nennt sich das dann, öffentlichen Profil. Ja? Blauer Haken schon? Nee, den noch nicht. Ja. Pinnow_. Das ist dein Username? Ja.
Für Kevin war kein Platz mehr, oder was? Jetzt weiß ich selber nicht. Unterstrich Pino oder Pino Unterstrich? War für Kevin kein Platz mehr? Nö, fand ich cooler. @RNBVB könnt ihr auf jeden Fall auf beiden Kanälen folgen. Ganz einfach unter @RNBVB. Vielen Dank. Ohne Unterstrich? Ohne Unterstrich. Ohne Ausrufezeichen oder sonstig Gesonderzeichen, ohne Zahlen und so weiter und so fort. Aber RN Plus Abo mit Ausrufezeichen. 3 € für nur 3 Monate. Auf die Seite kicken, auf die Seite gucken, reinklicken und dann gucken, wie wir kicken gucken. Ich mache jetzt alles, nur kein Feierabend. Die Kollegen, wir machen aber auch noch Werbung auch noch für nicht. Samstag. Nein, oh, für Sonntag. Ja. Gar Sonntag. Nicht, für Sonntag, Sonntag. Weil da sind wir auch mit unserer großen Live-Show zurück. Ja. Da ja, müssen gut, natürlich ja dann auch alle reingucken. Ja. Natürlich. Ne? Wisst ihr Bescheid? YouTube, Twitter und Facebook zu sehen. Vorm Spiel, aktuellste Eindrücke aus dem Stadion von unseren Kollegen und Experten hier, das Wichtigste aus Augsburg. Und dann wird angepfiffen, endlich 2 Monate Winterpause vorbei. Nicht aus Augsburg. Ja, aber auch von den Kollegen aus Augsburg. Ach so, also, ja, das ist ja richtig. Ja, Kollege Scharnagel ist wieder mit am Start. Hast du gar nicht mitbekommen, ne? Ich hatte frei die letzten beiden Tage. Mhm, okay. Jetzt lass ihn doch mal. Ja, ja. Ist ein junger gut. Vater, der hat noch andere Sachen im Leben. Bis nächste Woche. Tschüss.